Gut, das ist jetzt sozusagen eine Woche zu spät, diese Frage. Vor einer Woche war ich noch so weit, dass ich dachte, mir fällt dazu gar nichts ein. Ich habe mittlerweile relativ viel gelesen. Für mich gibt es eine wichtige, existenziell bedeutsame Debatte ums Urheberrecht, um geistiges Eigentum oder Immaterialgüterrecht oder wie auch immer wir es im Moment nennen wollen. Da hängt meine Existenz von ab, denn ich bin als Komponist und ich bin tatsächlich Berufskomponist, in der Situation, dass ich gar nichts anderes habe als Lizenzen, mit denen ich handeln kann. Es gibt nichts anderes. Es gibt noch nicht mal Tonträger, denn damit es einen Tonträger gibt, müsste ich schon mit jemandem zusammenarbeiten. Das heißt, das, was ich bieten kann, ist ein Werk und das Werk wird über die Nutzungslizenz an jemanden weitergegeben, der dann irgendwie Geld damit machen kann. Und insofern ist es für mich so, da merkt man schon, ich bin jemand, der natürlich ständig Verträge unterschreiben muss, verhandeln muss. Und ich bin gleichzeitig jemand, der über meine Verbandsarbeit viel mit rechtlichen Bedingungen, mit Strukturen, mit Prinzipien umgeht und im Konkreten doch sehr gerne Verträge von jemand anderem verhandeln lässt, weil das eine ganz komplizierte Situation ist, wenn man einerseits Künstler ist in einer Personalbeziehung zu einem Gegenüber, zum Beispiel zu einem Regisseur oder einem Filmproduzenten, mit dem man also über Inhalte, über Gefühle, über Dramaturgie sprechen soll. Und plötzlich fängt man an, über Auswertungsfenster und die Tiefe und Dichte und auch die Vergütung für Lizenzen zu sprechen. Das ist ein Thema, was mich alltäglich berührt und mittlerweile habe ich ein bisschen darüber gelesen, habe verstanden, dass mich das was angeht. Ich habe immer noch einen ganz großen Vorbehalt gegen diese Baustelle, weil ich glaube, dass hier eine Baustelle beackert wird, die sozusagen oft nur an Symptomen herumdoktern kann, während der Markt so ist, wie er ist. Und das, denke ich, werden wir im Gespräch sicherlich noch ein bisschen wieder treffen, diesen Vorbehalt. Sie treffen den Vorbehalt schon bei mir wieder. Ich denke auch, dass das Urhebervertragsrecht nicht der richtige Hebel ist, um Urheber und Verwerter auf die gleiche Augenhöhe zu bringen. Warum? Ich glaube, könnte man nur erreichen, wenn man den Verwerter eindimensional sieht. Also wenn man wirklich glaubt, ein Verwerter ist nur ein Label oder ein Verlag. Und nicht auch ein Endkundenservice im Internet, ein Produzent, wenn man nicht berücksichtigt, dass nicht nur eine eingleisige Verwertung zwischen einem Urheber und einem Verwerter stattfindet, sondern eine ganze Verwertungskette hinten dranhängt. Und dort auch wir, die wir auch immer wieder selber, also Label und Verlage, Verträge mit den Leuten, die weiter hinten in der Verwertungskette sitzen, schließen, immer wieder die Erfahrung machen, dass je größer der Vertragspartner, desto schwieriger die Verhandlungsbasis oder je unbekannter der Name, mit dem man verhandelt oder je weniger man als Marke, als Künstlermarke anzubieten hat, desto schwieriger die Verhandlung. Und ich verstehe nicht recht, wie man solche sehr diffizilen Marktgegebenheiten tatsächlich mit dem Urhebervertragsrecht lösen soll. Dazu fiel mir noch ein, was ist wichtig in einem Vertrag? Das ist bei jedem Vertrag gleich: die Verhandlungsmöglichkeit, die Transparenz, die Vergütung, die Kontrollmöglichkeit, keine Nebenabsprachen, die Kündigungsmöglichkeit und vor allen Dingen, dass eine Leistung und eine Gegenleistung darin festgehalten sind. Darauf wird ja auch oft abgehoben im Bereich Urhebervertragsrecht. Ich lese Ihnen ganz kurz einen ganz kleinen Ausschnitt einer solchen Vereinbarung vor. Sie können raten, mit wem. Indem Sie das Werk bei Hochladen oder Posten, räumen Sie dieser Firma eine weltweite, nicht exklusive und gebührenfreie Lizenz ein, mit dem Recht der Unterlizenzierung bezüglich der Nutzung, der Reproduktion, dem Vertrieb, der Herstellung derivater Werke, der Ausstellung und der Aufführung, der Nutzerübermittlung im Zusammenhang mit dem Zurverfügungstellen der Dienste und anderweitig im Zusammenhang mit dem Zurverfügungstellen der Webseite und des Unternehmens Geschäften, einschließlich aber ohne Beschränkung auf Werbung und den Weitervertrieb der ganzen oder von Teilen der Webseite in gleich welchem Medienformat und gleich über welche Verbreitungswege. Das ist die AGB von YouTube. Die AGB lässt sich leider über das Urhebervertragsrecht nicht regeln. Und wenn wir im Moment darüber sprechen, wo Ungerechtigkeiten passieren, wo tatsächlich Geldflüsse nicht passieren, dann ist es sicher in diesem Bereich hier, für die das Urhebervertragsrecht leider nicht gilt. Dankeschön. Ich glaube, dann nehmen Sie am besten das Mikrofon. Ach, Sie haben eins da. Genau, Herr Krüppelmann, bitte. Ja, was fällt einem zum Urhebervertragsrecht an?
ein, wenn man sich schon längere Zeit damit beschäftigt. Die Regelungen, die wir derzeit haben, sind meines Erachtens verbesserungswürdig und auch verbesserungsfähig. Meine Vorredner haben gerade gesagt, den Markt kann man damit nicht regeln. Man kann ihn sicherlich nicht alleine mit dem UR-Vertragsrecht regeln. Da würde ich sofort zustimmen. Aber die Regelungen, die wir im Urhebervertragsrecht brauchen, können helfen, dass Urheber wesentlich besser gegenüber insbesondere den Verlagen aufgestellt sind, als sie es derzeit sind. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich auch, darüber zu diskutieren, was im Urhebervertragsrecht geändert werden kann. Wir können allerdings auch nicht nur von den Verlagen reden. In der Branche, in der ich tätig bin, im Journalismus, gibt es, wenn man die klassischen Medien sich anguckt, den Rundfunk, die Tageszeitungsverlage und die Zeitschriftenverlage, und das sind für sich gesehen erstmal auch sehr unterschiedliche Branchen. Nehmen wir mal zunächst den Rundfunk. Wie ist die Lage für die Journalisten, aber nicht nur für die Journalisten? Ich rede da auch von den Kameraleuten, da rede ich von den Cuttern, da rede ich von der Regie und von weiteren kreativen Berufen. Wir haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine ganze Reihe von Tarifverträgen mit fast allen Rundfunkanstalten, nicht mit allen, aber fast allen Rundfunkanstalten. Diese Tarifverträge gelten natürlich zunächst mal nur für die Tarifgebundenen, also für, wenn man von freien Leuten redet, für die arbeitnehmerähnlich Tätigen. Wir haben aber in diesen Tarifverträgen, und zwar sind die jetzt noch maßgeblichen 2001 bzw. 2003 abgeschlossen, Regelungen aufgenommen, die weit über den eigentlichen Tarifbereich hinausgehen und deswegen und zwar auch ganz bewusst hinausgehen, weil wir ihnen diesen Regelungen den Charakter von Vergütungsregeln zubilligen wollten. Und das ist uns auch gelungen. Jedenfalls soweit, wie es sich um Eigenproduktion der Rundfunkanstalten handelt. Das gilt nicht für die Fremdproduktion, aber es gilt für die Eigenproduktion. Bei den Eigenproduktionen haben wir die Lage, dass die Rundfunkanstalten keine schlechteren Bedingungen vereinbaren dürfen und völlig egal, wie der Status des jeweiligen Freien oder der jeweiligen Freien ist, als sie in den Tarifverträgen festgelegt sind. Wir haben in diesen Tarifverträgen sowohl Rechte-Einräumungsregeln, also in welchem Umfang müssen Rechte, für welche Dauer müssen Rechte übertragen werden, wie wir sehr ausgeprägte Vergütungsregelungen haben, beispielsweise dahingehend, dass nach einer gewissen Abfolge der Sendungen erneut vergütet werden muss. Wir nennen das die Wiederholungsvergütung, oder wenn ein Sender von einem anderen Sender einen Beitrag übernimmt, dieser Sender zusätzlich bezahlen muss. Das nennen wir ein Übernahmehonorar. Wir haben also da, bezogen auf die Eigenproduktion, eine so schlechte Lage nicht. Ganz anders stellt sich bei den Fremdproduktionen, und zwar deswegen, weil wir da ein etwas komplizierteres Vertragsverhältnis haben, nämlich zwischen den Rundfunkanstalten, den Auftragnehmern, den Produzenten sozusagen und dann erst den Urhebern. Da ist die Lage deswegen anders, weil die Auftragsproduzenten im Verhältnis zu den Urhebern relativ schlechte Bedingungen anbieten, während die Rundfunkanstalten so tun, als hätten sie mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist ein Problem, das ist noch ungelöst. Da sind beispielsweise momentan die Regieleute dran, dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, sie sind da auch auf einem ganz vernünftigen Weg. Sie haben noch nicht alles erreicht. Im Zeitschriftenbereich ist es so, wir haben eine sehr bunte Zeitschriftenlandschaft. Schätzen Sie, wie viele Zeitschriftentitel wir haben? Ich vermute, Sie werden es nicht so ohne weiteres schätzen können. Wir haben etwa 8000 Zeitschriftentitel auf dem Markt bei etwa 800 Zeitschriftenverlage. Dort haben wir noch keine gemeinsamen Vergütungsregeln. Wir verhandeln mit den Zeitschriftenverlegern mittlerweile fast 10 Jahre. Also fast so lange, wie dieses Gesetz in Kraft ist, über gemeinsame Vergütungsregeln. Wir sind dann ein gutes Stück vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ende mit diesen Verhandlungen. Ich glaube aber, dass für die freien Journalisten da gemeinsame Vergütungsregeln sehr wohl dazu beitragen können, dass sie Vergütungsnuancen, und das gilt insbesondere bei den kleineren Verlagen, sich positiv verändern.
Dasselbe gilt im Tageszeitungsbereich. Im Tageszeitungsbereich haben wir seit 2010 gemeinsame Vergütungsregeln, und zwar bezogen auf die Wortjournalisten, also die Textbeiträge, die in den Tageszeitungen abgedruckt werden oder online auch gestellt werden. Dort haben wir ein Problem momentan mit der Durchsetzung dieser gemeinsamen Vergütungsregeln. Es ist nicht das Problem, dass wir mit denen noch keine Vergütungsregeln hätten. Wir haben noch keine in diesem Bereich bezogen auf Fotografien, die in Tageszeitungen erscheinen. Da sind wir gerade in der Schlichtung, aber ich glaube, auch da kann es gelingen, mit gemeinsamen Vergütungsregeln zu vernünftigen Verhältnissen zu kommen, die wir derzeit nicht haben. Wir haben momentan im Tageszeitungsbereich, um das mal ganz deutlich zu machen, Vergütungen immer noch unterwegs, insbesondere auch in Tageszeitungen in Mecklenburg-Vorpommern bis Thüringen, die man schlicht und einfach eigentlich nur als sittenwidrig bezeichnen kann. Konkret, sie haben Zeilengelder von 5 Cent pro Zeile, oder sie haben Fotos bei großen Tageszeitungen mit Auflagen weit über 200.000 Exemplare pro Tag von 5 Euro und Ähnliches. Da, glaube ich, kann das Urhebervertragsrecht, wir werden sicherlich die Einzelheiten besprechen, da kann das Urhebervertragsrecht sicherlich weiterhelfen. Aber völlig richtig, und insofern glaube ich, ist da die Fraktion der Linken auch durchaus auf dem richtigen Weg. Völlig richtig, es ist das derzeitige Gesetz noch nicht so handhabbar, dass man letztendlich auch zu einer vernünftigen Durchsetzung, zu vernünftiger Durchsetzung der Vergütung der Urheber kommt. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich das Mikrofon an Frau Winter weitergeben. Dankeschön, hoffentlich versagt mir nicht bald die Stimme. Die Buchbranche war ja in der gesamten Diskussion seit Einführung, also seit 2002, der Einführung des neuen Urhebervertragsrechts relativ prominent vertreten, was vielleicht auch daran liegen mag, dass Literatur ja immer einen Nerv trifft und Bücher in besonderem Maße auch über die Emotionen, die Menschen ansprechen, das ist das eine. Andererseits ist es auch die Branche, in der meines Wissens die erste Regelung und Festschreibung gemeinsamer Vergütungsregeln, die das Gesetz ja vorsieht, getroffen hat, nämlich 2005 mit den belletristischen Autoren. Also da gibt es gemeinsame Vergütungsregeln, die so im Wesentlichen auch praktiziert werden. Nicht zuletzt deswegen, weil sie nach 4 Jahren zäher Verhandlungen zwischen den einzelnen Vertretern im Ende das festgeschrieben haben, was ohnehin bereits branchenüblich gewesen ist, also im Ende den Marktrealitäten schon gefolgt hat. Das Zweite, warum es prominent ist, sind die Auseinandersetzungen, die die Verlage mit den Literaturübersetzern führen, beziehungsweise mit den organisierten Literaturübersetzern. Da gab es eine Vielzahl von Verfahren, in denen auch unter anderem der BGH entschieden hat, und 2 Entscheidungen des BGH sind jetzt Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde des Hansa-Verlags, der ein mittelgroßer Verlag ist, allerdings kein Konzernverlag. Urhebervertragsrecht, mit Verträgen haben die Urheber und die Verlage bzw. die anderen Verwerter schon immer zu tun. Im Verlagsbereich gibt es sogenannte Normverträge, die sind gefühlt seit Erfindung des Buchdrucks in der Welt, stimmt aber nicht so lange nicht. Es gibt einen Übersetzernormvertrag, Stand 1992, und es gibt einen Normvertrag für Autoren, Sachbuch, Belletristik und andere Bereiche, ausdrücklich nicht Fachbuch, der derzeit gerade verhandelt wird, Stand ist 1998, und da befindet man sich schon seit einer geraumen Weile, aber man befindet sich in Verhandlungen über diesen Normvertrag. Dankeschön. Und als Letzten würde ich gerne Herrn Rubi noch mal bitten. Guten Abend. Wir Literaturübersetzer sind organisiert im VDÜ, im Verband deutschsprachiger Literaturübersetzer, und sind etwa 1200 Mitglieder. Und unser Fall ist in gewisser Hinsicht nicht so komplex wie einiges andere, was zur Sprache gekommen ist. Wir sind keine freischaffenden Künstler, die sich selbst irgendwas ausdenken. Es gibt auch eine relativ klare Linie, wie unsere Arbeit verwertet wird. Wir bekommen in der Regel Aufträge, um Übersetzungen herzustellen.
Und wenn wir Literaturübersetzer sagen, muss ich vielleicht dazu erklären, dann geht es da nicht nur um hohe Literatur, sondern es geht eben so um quasi Groschenromane, Unterhaltungsliteratur bis hin zu Übersetzungen von Nobelpreisträgern. Und es geht auch um Sachbuch, auch um Bildbände mit entsprechendem Text, der zu übersetzen ist und so weiter. Das alles fällt unter den Bereich Literaturübersetzung und das alles machen unsere Mitglieder. Wir bekommen also von Verlagen in der Regel Aufträge, bestimmte Texte zu übersetzen. Wir übertragen im Vertrag dafür Nutzungsrechte und bekommen dafür einerseits ein Seitenhonorar, also bezogen auf den Umfang der Übersetzung, die wir erstellen. Und jetzt zunehmend, auch dank des Urhebervertragsrechts in seiner jetzigen Form, eine Beteiligung am Verkaufserfolg. Das ist aber bei weitem noch nicht da, wo es unserer Ansicht nach sein müsste. Das Erste, was mir einfällt zum Thema Urhebervertragsrecht, ist das Stichwort Stärkungsgesetz. 2002 wurde dieses Recht novelliert, erneuert. Und die ausdrückliche Absicht des Gesetzgebers war dabei, die Urheber zu stärken. Und das ist deswegen so, weil der einzelne Urheber, wenn er mit einem Verlag oder in anderen Branchen vermutlich ähnlich mit dem Verwerter verhandelt, relativ schwach dasteht. Und die Konditionen, die in den Hausverträgen der Verlage geboten werden, weitgehend so akzeptieren muss, weil sonst der Vertrag nicht zustande kommt. Und das hat damit der Gesetzgeber hergeht und sagt, da müssen wir jetzt wirklich was machen und der einen Seite helfen, damit sie zu einem ausgewogenen Ergebnis kommt, muss schon ziemlich was geboten sein. So ist das bei uns gewesen und so ist es zum Teil auch immer noch, weil die Durchsetzung des Stärkungsgesetzes sich schwierig gestaltet. Es gibt Vergütungsregeln in Teilbereichen, genannt wurde in unserer Branche eben die Autorenregel für Belletristik. Aber, wie Frau Winter auch sagte, es ist eine Festschreibung des Status quo im Wesentlichen. Wenn es darum ging, was zugunsten der Urheber zu verbessern, ist es ein zweifelhaftes Ergebnis. Und überall, wo man das versucht hat, so auch bei uns Übersetzern, ist das sehr schwierig. Bei uns haben einzelne Kolleginnen und Kollegen bis zum Bundesgerichtshof raufgeklagt. Da haben wir vom Bundesgerichtshof gesagt bekommen, was eine angemessene Vergütung sein soll. Und es hat sich konzentriert auf den Bereich der Beteiligung am Erfolg der Verwertung. Das heißt, über die Seitenhonorare ist praktisch nichts gesagt worden. Da hat man gesagt, es gibt eine große Bandbreite und solange das irgendwo da im üblichen Bereich ist, müssen wir uns nicht damit beschäftigen. Bei der Verwertung ist es so, es wird unterschieden zwischen der Verwertung im Hardcover. Da steht dem Urheber zu, also dem Übersetzer in dem Fall, der Übersetzerin, 0,8% vom Nettoladenverkaufspreis. Und zwar erst ab einer Schwelle von 5.000 Exemplaren. Und das Ganze nochmal im Bereich Taschenbuch, ebenfalls ab einer Schwelle von 5.000 Exemplaren und dann 0,4%. Das ist nicht wahnsinnig hoch. Das betrifft durch diese Schwellen etwa die Hälfte der publizierten Übersetzungen. Die anderen bleiben von vornherein unterhalb der Schwelle. Zusätzlich gibt es eine Beteiligung, wenn mit Lizenzen gehandelt wird. Also hauptsächlich, die wichtigste Lizenz ist die Taschenbuchlizenz. Wenn also ein Verlag selber Hardcover produziert, aber keine Taschenbücher verlegt anschließend vom selben Buch, dann verkauft er, wenn das geht, die Lizenz weiter und ein anderer Verlag druckt ein Taschenbuch. An dieser Lizenz am Erlös sollen wir beteiligt werden mit einem Fünftel des Autorenanteils. Das sind zwischen 10% und 14%, je nachdem. Ja. Diese Sätze sind in der Welt im Wesentlichen seit 2009, das ist der erste Satz von BGH-Urteilen, und zweite Reihe von BGH-Urteilen Januar 2011. Seitdem haben die Verlage weitgehend ihre Hausverträge umgestellt gegenüber den vorher üblichen. Keiner dieser Hausverträge setzt eins zu eins das um, was der BGH als Mindestvergütung definiert hat. Es bleibt alles, was uns angeboten wird, systematisch drunter mit verschiedenen Kriterien oder was auch immer. Das beliebteste davon ist hohe Absatzzahlen. Das heißt, wenn sich was sehr gut verkauft, Bestseller, wird regelmäßig in verschiedenen Hausverträgen gegenüber dieser Beteiligung, die uns die Richter zusprechen, abgesenkt. Das heißt, es hat sich die Lage für uns in einem gewissen Bereich verbessert, aber nicht bis dahin, wo nach rücksichtlicher Entscheidung eine Mindestvergütung angesiedelt wäre.
Zusätzlich ist das Thema mit der Verfassungsbeschwerde, das angesprochen wurde. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr irgendwann mal hören, ob die Verfassungsbeschwerde überhaupt angenommen wird. Und wenn ja, noch etwas später eine Entscheidung dazu bekommen. Es ist gut denkbar, dass das Verfassungsgericht sagt, dieses und jenes muss berücksichtigt werden, was nicht berücksichtigt wurde. Und das soll dann der BGH oder sollen die unteren Gerichte künftig berücksichtigen. Soweit ich informiert bin, jedenfalls ist nicht damit zu rechnen, dass die Verfassungsrichter selber sagen, eine angemessene Vergütung sieht konkret so und so aus. Das heißt, dann haben wir noch mal ein paar Jahre, bis wir entsprechende richterliche Entscheidungen haben und die rechtskräftig sind. Und dann wissen wir, was angemessen wäre. Und die Verlage können sich wieder überlegen, wie sie das vielleicht noch ein bisschen unterschreiten. Wäre die Möglichkeit einer Verbandsklage gegeben, wie es jetzt angesprochen wird in dem Gesetzesentwurf der Linken, sähe es anders aus. Das liegt einfach daran, dass der einzelne Urheber selber klagen muss und dann das Risiko hat, seinen Auftraggeber zu verlieren und dass die Ansprüche nach 3 Jahren verjähren. Das lässt sich beides ändern, das eine durch Verbandsklagen, das andere ließe sich ändern durch eine Verjährungsfrist, die länger ist. Wenn man das erreichen will und die Urheber stärken will, ist es kein Ding der Unmöglichkeit. Man hatte jetzt die erste Lesung ihrer Vorschläge gehabt im Bundestag und die Äußerungen der Parteien teilen sich so auf, wie man sie erwarten kann. Die Unionsparteien und die FDP sehen keinen Handlungsbedarf, beziehungsweise haben da irgendwelche Kritik eben dran zu äußern. Und die SPD, vor allem aber auch Bündnis 90 Die Grünen und eben die Linken, sehen, dass das Stärkungsgesetz und das Urhebervertragsrecht in seiner jetzigen Form seinen Zweck nicht so gut erfüllt, wie es das erfüllen könnte. Und dafür gibt es konkrete Vorschläge, die vielleicht, wenn wir eine andere Regierung bekommen, in der nächsten Periode umzusetzen wären. Das ist abzuwarten. Ja, vielen Dank. Das war jetzt ja schon mal ein ganz politisches Statement. Da helfen wir natürlich alle mit, daran mitzuarbeiten, jeder mit seiner Stimme dann, wenn die Bundestagswahlen anstehen. Ich möchte noch mal ein bisschen ins Detail jetzt gehen. Und zwar haben wir uns ja bemüht, auch hier Diskutantinnen und Diskutanten aus ganz verschiedenen Bereichen auch einzuladen, um einfach auch mal zu zeigen, wie es in den unterschiedlichen Branchen aussieht und woran es dann auch hakt. Ich möchte noch mal an Sie, Herr Hornschuh, die Frage stellen, wie arbeitet man eigentlich als Filmkomponist? Wie sieht es aus? Wer sind die Vertragspartner? Ja. Was steht in den Verträgen so drin? Ja. Und wie gestaltet sich dann eigentlich Ihr Verhältnis zu den Sendern? Ja, das finde ich tatsächlich ganz instruktiv, das relativ an den Anfang zu stellen, weil die ganze Komplexität des ganzen Dramas sich sozusagen in meiner Person ganz gut darstellen lässt. Also in meiner Funktion vielmehr. Da fängt es schon an. Ich bin ja die Person, die als Komponist beauftragt wird. Tatsächlich kriege ich auch ein Kompositionshonorar. Das stimmt aber nicht, weil das Geld, was ich kriege, ist eine Nutzungsrechte, also ein Lizenzerlös für die Abtretung von Nutzungsrechten an dem, was ich komponiert habe. Also für meine Arbeitszeit. Ich habe vorhin gehört, es gibt ein Seitenhonorar. Ich habe noch in keinem Job, den ich gemacht habe, sowas wie einen Tagessatz oder gar einen Stundensatz bekommen oder beim Film auch noch nie eine Minutenvergütung, sondern ich kriege immer eine Pauschale und für diese Pauschale habe ich als Komponist multifunktional zu agieren. Insofern stimmt es schon, die Person, Hornschuh, ist dann derjenige, der den Auftrag kriegt, aber ich habe mehrere Jacken an. Und diese Jacken sind einmal die des Komponisten, der unabhängig davon, wie lange er dafür braucht, irgendwann eine Komposition abzugeben hat, damit sie genutzt werden kann. Ich bin aber auch derjenige, der dafür zuständig ist, dass schlussendlich eine Aufnahme dieser Musik existiert. Ich bin also immer auch im kaufmännischen Sinne und damit auch im rechtlichen Sinne der Musikproduzent. Das heißt, ich gehe ins volle subunternehmerische Risiko mit dem Budget, was mir zur Verfügung gestellt wird. Das Honorar ist also eigentlich ein Budget, ein Produktionsbudget. Zudem bin ich an keiner einzigen Veröffentlichung, die ich bisher gemacht habe, nicht auch als Musiker beteiligt gewesen. Da kommt also nochmal eine völlig andere Rechtssituation ins Spiel. Ich bin nämlich automatisch dann an der Stelle als Interpret Leistungsschutzrechteinhaber. Und es gibt eine ganze Reihe von Fällen, wo zum Beispiel explizit diese Leistungsschutzrechte, die mir als Interpret meiner eigenen Musik entstehen, überhaupt nicht vergütet werden. Also die Nutzungsrechteübertragung überhaupt nicht mit einem Erwerb verbunden ist, sondern nur mit einer Überschreibung.
Insofern bin ich zum Beispiel ganz angetan von der Idee, eine Vergütungspflicht einzuführen für den, für die Übertragung von Nutzungsrechten, denn das würde für mich tatsächlich an einer Stelle eine ganz fundamentale situative Änderung bedeuten. Jetzt bin ich also sozusagen schon der mit den drei Jacken. Das heißt, ich bin freischaffender Künstler, ich bin aber bin insofern Künstlersozialversicherungsempfänger, ich bin aber auch Künstlersozialversicherungspflichtiger, weil ich nämlich Musiker beschäftige. Muss also für die auch Leistungen erbringen. Gleichzeitig bin ich aber Auftragnehmer und bin also in einer mindestens bidirektionalen Richtung sozusagen hier schon mal ein Problem für die ganze Situation, das sich in keiner Statistik zum Beispiel auch niederschlägt. Mein nächster Ansprechpartner ist eigentlich meistens ein Regisseur, der ist aber wiederum auch beauftragt. Das heißt, eigentlich rede ich mit einem Produzenten, dessen zentrale Aufgabe ist es, die Rechte zu bündeln, derer es bedarf, um einen Film herstellen zu können. Der wiederum ist aber beauftragt durch einen Sender oder aber durch eine Filmstiftung oder aber arbeitet mit mehreren Co-Produzenten international zusammen, die wiederum unterschiedlichen Prüfungs- und unterschiedlichen Kalkulationsmodellen auch in der Prüfung unterliegen. Und schlussendlich ergibt sich eine Kette, wo ich Musiker beschäftige, selber als Musiker, Interpret, musikalischer Leiter, kaufmännischer Produzent, Studiobetreiber und Komponist unterwegs bin, mein Rechtepaket wiederum rechtssicher machen muss, um es dann an den, Produzenten zu lizenzieren, der es dann weiter lizenzieren kann, an wer auch immer dahinter kommt. Also meistens ist das ein Sender, ein Kinovertrieb, irgendwie sowas halt. Also damit man mit dem Film irgendwo überhaupt was anstellen kann. Insofern ist es eine ganz relevante Überlegung am Anfang darüber nachzudenken, wird das ein Film sein, den man auch in den USA sehen soll und hören, in meinem Fall. Dann sprechen wir nämlich schon darüber, dass wir über unterschiedliche Regionen verhandeln müssen in der Rechteübertragung. Und die Frage, wie lange darf der gezeigt werden? Was ist mit den Online-Rechten? Das alles sind Fragen, die geklärt werden müssen, die sozusagen auch je nachdem, wie es gehandelt wird, je nachdem, mit wem man zu tun hat, auch zu zusätzlichen Vergütungen führen können. Und um das jetzt anfangs auch noch gesagt zu haben, Tatsache ist, nachdem ich geschildert habe, das Honorar, was ich bekomme und was, laut Vertrag ein Honorar ist, ist wie gesagt de facto ein Produktionsbudget. Ich muss also gucken, kann ich mir den Job überhaupt leisten für das Geld, was man mir anbietet. Das Einzige, woran ich verdienen kann, kommt von der GEMA. Das einzige Geld, mit dem ich tatsächlich wirtschaften kann, ist das Geld, was ich über die Verwertung meiner Werke anschließend überhaupt erhalten kann. Und an der Stelle wird es dann heikel, weil ich zum Beispiel in der Situation bin, mit Partnern zusammenzuarbeiten, nein, stimmt nicht, mit Auftraggebern zusammenzuarbeiten, die von mir die Übertragung von Nutzungsrechten erwarten, ohne mir aber zuzugestehen, dass ich von ihnen auch verlangen darf, dass sie diese Rechte überhaupt nutzen. Und auch davon ist ja in dem Gesetzesentwurf die Rede. Auch das ist ein heikler Punkt, denn wenn, wie ich das vorhin gesagt habe, tatsächlich meine Rechteübertragung überhaupt nicht mit einer Verwertung verbunden ist, ich dann aber im Gegenzug noch nicht mal das Recht habe, die Nutzung meines Repertoires in Anspruch zu nehmen, dann stehe ich am Schluss da und habe unter Umständen drei Monate auf eigene Rechnung im eigenen Studio gearbeitet und verdiene an gar nichts. Insofern ist es so, dass tatsächlich es strukturelle Probleme gibt, die in diesem Markt ganz stark überwiegen. Ich glaube, viele, die hier sitzen und sich mit solchen Fragen auseinandersetzen, haben auch davon gehört, wie schlecht es zum Beispiel den Dokumentarfilmemachern geht. Es ist schon so, dass diese Branche innen nicht so glänzt wie außen. Das muss man schon ganz klar sagen. Aber, und das will ich eben auch ganz deutlich sagen, ich mache eben auch viele Studentenfilme, ich mache kurze und mittellange Filme, ich mache Theaterprojekte, die fast kein Geld haben und ich weiß, dass in vielen Fällen das Geld gar nicht da ist, dass einer Angemessenheitsforderung überhaupt Genüge getan werden könnte. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, wir müssen festlegen, was angemessen ist und es muss immer genau das und mindestens das kommen, dann weiß ich, dass ich einen Teil dazu beitragen würde, dass unter Umständen bestimmte Produktionen, die mir am Herzen liegen und die eine kulturelle Nachhaltigkeit auch bedeuten, unmöglich würden. Das heißt, für mich als Urheber ist es existenziell bedeutsam, darüber zu sprechen, dass ich besser gestellt werden müsste. Das begrüße ich, dass das hier getan wird. Ich sehe aber eben auch, dass dieser Markt einer ist, in dem viel zu wenig Geld ist. Das ist einfach ein grundsätzliches Problem und in dem fast alle Player irgendwie bidirektional angebunden sind. Und darum habe ich auch ein Problem damit, wenn zum Beispiel der Verwerter,
als Prototyp sozusagen so in eine Beschreibungssituation gerät, wo er ein bisschen angeklagt ist, seine Urheber immer auszunutzen. Das ist einfach nicht der Standardfall. Und zudem ist die komplexe Situation noch viel schlimmer. Der Verwerter ist meistens auch gleichzeitig ein Rechteinhaber, der gleichzeitig in der gleichen Situation ist, nämlich auch geknebelt zu sein und auch nicht den Mund aufmachen zu können, zum Beispiel einem Sender gegenüber. Das mal so. Wovon leben Einblick. Sie denn dann? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich mache so einen Mix. Also bei mir, um wieder für mich, über mich als Person zu sprechen, ich bin ja so wahnsinnig ein Drittel meines Jahres mit Verbandsarbeit zu verbringen. In der Zeit lebe ich von dem, was ich in dem Rest, wenn es gut gegangen ist, verdient habe. Das ist jetzt wiederum gar nicht so untypisch. Nicht viele meiner Kollegen machen Verbandsarbeit, aber viele brauchen einfach ein zweites Spielfeld, um den Kopf frei zu kriegen. Das muss man einfach ganz klar kriegen. Ich habe ein weißes Blatt Papier vor mir, wenn ich anfange, für ein Projekt zu arbeiten. Und ich muss irgendwo eine Inspiration hernehmen, ich brauche einen Ausgleich. Und ob ich da nun mich auf so ein Podium setze oder ob ich in der Eifel wandern gehe, das tut erstmal nichts zur Sache. Wir sind in der merkwürdigen Situation, dass wir lernen müssen, dass wir Zeiten brauchen, in denen wir nicht effizient sind, was unseren Job betrifft, weil diese Zeiten notwendig sind, um die Batterien aufzuladen. Davon lebe ich nicht, das ist aber nötig. Ich lebe tatsächlich im Wesentlichen von den Tantiemen. Das heißt, ich lebe zu 50% oder mehr von GEMA-Einnahmen, weil meine Musiken zum Glück im Fernsehen, im Radio genutzt werden oder auch ganz selten, aber dann mit Durchschlag industriell. Und ich muss eine Mischkalkulation machen. Ich kann mir ein, zwei Kurzfilme im Jahr leisten, die mir wirklich am Herzen liegen, weil ich an anderer Stelle irgendwas gemacht habe, was kommerziell genutzt wird. Und die Honorare reichen, um die Studiomiete zu zahlen und um über die Runden zu kommen, während ich arbeite. Ja, genau. Studio ist ja auch noch sowas, ne, was man mit berücksichtigen muss. Genau, Frau Kilz. Er hat gerade gesagt, er verbringt ein Drittel seiner Zeit mit Verbandsarbeit. Jetzt vertreten Sie ja den VOT. Und wie sieht es da aus? Wessen Interessen vertreten Sie da genau? Was für Verträge schließen Ihre Mitgliederverbände mit den Kreativen? Was steht da drin? Also ich verbringe 18 Stunden meines Tages mit Verbandsarbeit. Mhm. Auch am Wochenende übrigens. Aber darum geht es hier nicht. Um Ihre Frage zu beantworten, ist das nicht mehr vorhandene T im VOT, glaube ich, ein wichtiges. Okay. Der Verband Unabhängiger Musikunternehmen vertritt heute 1.300 eben dieser Musikunternehmen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie konzernunabhängig arbeiten und dass sie in irgendeiner Form in ihrer unternehmerischen Leistung mit Musikrechten zu tun haben. Das können sowohl Leistungsschutzrechte sein als auch Urheberrechte. Im einen Fall ist das dann der klassische Musiklabel, das klassische Musiklabel oder auch ein Produzent. Im anderen Fall ist es ein Musikverlag. Mittlerweile, auch das wird ja viel debattiert in der Öffentlichkeit, sind das auch zunehmend Urheber und Künstler, die ähnlich wie Matthias Hornschuh das gerade beschrieben hat, gleichzeitig künstlerische Arbeit leisten und unternehmerisch tätig sind. Die Verträge sind dementsprechend vielfältig. Es kommen dann noch andere Tätigkeiten dazu. Niemand betreibt heute mehr nur einen Musikverlag oder nur ein Musiklabel. Man ist dann, je nachdem aus welcher Richtung man sich an das Geschäft herangerobbt hat, vielleicht auch noch Booker, vielleicht auch noch Veranstalter, vielleicht auch noch Agent, vielleicht auch noch Manager, vielleicht auch noch Vertrieb, vielleicht auch alles zusammen. Das macht es sehr, sehr schwer, überhaupt noch mit den Vertragswerken klarzukommen, sie überhaupt noch zu dokumentieren. Und auch das hat Matthias Hornschuh schon gesagt, die vertragliche Bindung geht ja nicht nur von dem künstlerischen zu dem sogenannten Erstverwerter oder zu dem direkten Verwerter, sondern von ihm wieder weiter zu dem nächsten Vertrieb. Das heißt, wir schließen dann auch Verträge mit TV-Produktionen, mit Verwertungsgesellschaften, sowohl GVL als auch GEMA in unserem Fall. Kann sein, dass auch mal jemand bei der VG Wort sogar selber ist, weil er noch schreibt und Promoarbeit macht oder ein Buch veröffentlicht hat. Also es ist sehr, sehr divers. In dieser ersten Regelung, im ersten Regelungskreis, von dem im Rahmen des Urhebervertragsrechts vorwiegend gesprochen wird, da wo nämlich tatsächlich der Künstler mit dem Label, der Urheber mit dem Verlag einen Vertrag schließt,
Es wird lang und weil es ist komplex, tut mir leid. Es ist in der Regel ein Künstlerexklusiv- oder ein Bandübernahmevertrag. Ein Künstlerexklusivvertrag bindet, wie man schon hört aus dem Namen, den Künstler mit seiner künstlerischen Leistung über einen bestimmten Zeitraum. Das ist nicht mehr der Regelfall, sondern eher die Ausnahme. Das macht man vielleicht noch in 10% der Fälle. Und in der Regel auch am ehesten dann, wenn man wirklich über 3, 4, 5 Produktionen hinweg oder auch 10 oder 15 Jahre zusammenarbeiten möchte. Durch diese starke Bindung aneinander, das sind Entscheidungen sowohl des einen als auch des anderen, man möchte wirklich lange zusammenarbeiten, fallen die Vergütungen in der Regel höher aus und auch die Vorschüsse, sogenannten Vorschüsse, fallen höher aus. So, es gibt dann den sogenannten Bandübernahmevertrag, das ist eher die Regel als die Ausnahme mittlerweile. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Vertrag über ein bestimmtes Band. Das heißt, eine Aufnahme, die der Künstler entweder schon getätigt hat oder mit Hilfe des Musiklabels über einen Vorschuss auf die zu erwartenden Einnahmen produzieren lässt oder selbst produziert. Das heißt, dann steht der Künstler wieder im Vertragsverhältnis mit dem Produzenten und das Label mit dem Künstler. Und auf beide Vertragsformen ist eine prozentuale Beteiligung in der Regel ausverhandelt. Die kann zwischen 10% und 60% alles dessen, was reinkommt, und zwar über alle Verwertungsformen hinweg ausfallen. Mittlerweile kenne ich sogar Deals, wo es 80% sind für den Künstler. Weil sich die Verwertungsformen und auch die Anteile, die jeder an der Arbeit übernimmt, einfach so geändert haben, dass man da andere Verträge schließen muss. Ist auch noch ein Punkt, den würde ich gerne festhalten, wenn wir über die Festlegung von angemessener Vergütung reden, weil ich bewege mich hier jetzt schon in einem Bereich zwischen 10% und 90% oder 80% Beteiligung. Weiß nicht, wie man da angemessener festlegen will. Egal. Dann gibt es noch die Musikverlage. Die haben in der Regel auch einen relativ einen Normvertrag oder es gibt einen Mustervertrag, kann man für 1 Euro kaufen beim Verlegerverband. Der legt eigentlich fest 40-60, 40 für den Verleger, 60 für den Urheber, von allem, was reinkommt, egal was. Und in der Regel ist dann noch die GEMA dazu geschaltet, also beide Seiten haben die Mitgliedschaft dort aufgenommen. Der Verlag verpflichtet sich, die Verwaltung der Tantiemen zu übernehmen. Der Urheber komponiert, also jeder das, was er am besten kann. Und auch da werden die Einkünfte in der Regel 40-60 geteilt. Es ist nicht in jedem Bereich so, aber der Einfachheit halber machen wir es mal so. Es gibt bestimmte Bereiche, die da ausgenommen sind, um es noch zu Ende zu führen. Das wird nochmal gesondert verhandelt. Das sind zum Beispiel Synchronisationsrechte, also immer dann, wenn Musik mit was anderem verbunden wird, wie Werbung, Film, was auch immer. Da gibt es normalerweise eine einmalige Zahlung für die Verbindung des Werkes mit dem anderen Werk und dann eben die übliche eine Vereinbarung zur anteiligen Vergütung. Hört sich alles sehr, sehr war noch nicht alles, aber ich höre es auf. Ich wollte noch mal ein bisschen konkreter nachfragen. Wir haben es ja gerade gehört, wie schwierig es ist, auch in der Filmmusikbranche dann auch davon zu leben. Was muss denn aus Ihrer Sicht in der Musikwirtschaft verändert werden, damit die Kreativschaffenden besser von ihrer Arbeit leben können? Ich glaube, dass da, wo Musik genutzt wird, Musik auch vergütet werden müsste. In der Regel würde ich sagen, dass Label und Verlage das ganz gut hinkriegen, während in späteren Verwertungsschritten man sich im Moment sehr schwer damit tut und immer wieder anzweifelt, dass Nutzungen stattfinden oder wenn Nutzungen stattfinden, sehr schnell die Behauptung im Raum steht, dass das ja user-generated sei und der arme Nutzer ja ein Umsonstangebot wahrnimmt. Insofern eher im weiteren Verlauf der Verwertungskette als im direkten Verhältnis, wobei es 2 oder 3 Punkte gibt, die durchaus auch in ihrem Gesetzesentwurf drinstehen, die regelungswürdig sind. Zum Beispiel, dass man schneller zu Abschlüssen kommt. Ein Satz sei noch erlaubt, dass der Vorschlag für Urhebervertragsrechtsregelungen, das steht schon in der Präambel drin, wir wollen, dass die Urheber stärker werden und stärker auftreten. Wir haben im Moment eine Urhebervereinigung, die extrem stark auftritt und dafür wieder aus ihren Reihen auch noch gescholten wird. Das ist die GEMA gegenüber den Clubs. Also hier haben wir tatsächlich die Situation, eine Urhebervereinigung tritt stark, unerbittlich und tatsächlich geschlossen auf. Und da gibt es nur auch wieder Schelte. Das finde ich teilweise ein bisschen, ich habe heute mal den Begriff Borderline benutzt, der ist nicht so nett, aber es läuft gegeneinander. Das Ziel ist eigentlich von der einen Stellungnahme zur anderen Stellungnahme ein unterschiedliches. Das wundert mich.
Ja, ich denke, das werden wir nachher in der Diskussion sicherlich auch nochmal aufnehmen. Kann mir vorstellen, dass auch aus dem Publikum dazu noch die eine oder andere Frage zur GEMA kommen wird. Ich möchte jetzt nochmal an Herrn Pöppelmann eine konkrete Frage richten. Sie haben vorhin erzählt, wie das ist mit dem Zeilenhonorar, also dass es zum Teil bei 5 Cent eben liegt und dass Sie da doch, also sagen wir mal, also ja, mit harten Bandagen kämpfen müssen, um da auch was zu erreichen. Was sagen Sie zu dem Urhebervertragsrecht, so wie es jetzt vorliegt, und was sagen Sie dazu, was verändert werden müsste, auch strukturell in der Zukunft, dass sich da was für die schreibende Zunft auch ändert? Also so wie das Urhebervertragsrecht derzeit im Urheberrechtsgesetz steht, ist es als gesetzliche Regelung zunächst mal für das Individuum, den Urheber, die Urheberin, so schlecht nicht. Wir haben beispielsweise einen Anspruch auf Korrektur des Vertrages für den Fall, dass eine Vergütung, die verhandelt worden ist, nicht angemessen ist. Gesetzlich hört sich das alles ganz gut an. Was uns fehlt gesetzlich sind aus unserer Sicht zumindest und betrachtet aus unserer Branche heraus kollektive Instrumente, um diese gesetzlichen Regelungen, um diesen gesetzlichen Regelungen auch wirklich zum Durchbruch zu verhelfen. Die Situation ist etwa wie folgt. Die einzelnen Urheber stehen etwa einem Tageszeitungsverlag gegenüber und dieser Tageszeitungsverlag möchte zunächst mal alle Rechte haben. Wenn Sie allgemeine Geschäftsbedingungen etwa der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder der Süddeutschen Zeitung von vor 3 oder 4 Jahren lesen oder noch älter, dann beginnen die immer, wie Sie wissen, haben wir immer schon gedruckt, wir haben immer schon gesendet und wir haben immer schon online verbreitet. Das steht da drin. Bisschen anders formuliert, aber im Prinzip ist es so. Und weil das so ist, brauchen wir folgende Rechte, wie bisher brauchen wir diese Rechte. Und dann kommen alle Rechte, die man sich überhaupt denken kann. Und diese Rechte werden dann oder sollen dann abgegeben werden für ein pauschales Honorar. Das ist zugegebenermaßen bei der FAZ etwas höher als in den Beispielsfällen, die ich da gerade genannt habe. Das ist nicht so sehr das Problem. Aber man muss wissen, freie, gerade bei in den Tageszeitungen leben freie Journalisten und Journalistinnen natürlich ganz in erheblichem Maße davon, dass sie beispielsweise eben nicht nur unbedingt in der FAZ publizieren, sondern vielleicht auch in Regionalzeitungen oder in lokalen Zeitungen, wo sie ihre Beiträge ebenfalls noch unterbringen können. Das ist ausgeschlossen, wenn man den allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Zeitungen folgt. Sie gibt es in dieser Form nicht mehr. Wir haben diese allgemeinen Geschäftsbedingungen angegriffen und da ist einiges gerade gerückt worden. Die einzelnen Urheber wären dazu zwar nach der gesetzlichen Lage ebenfalls durchaus in der Lage. Das Gesetz gäbe das her. Faktisch sind sie dazu nicht in der Lage und faktisch sind sie deswegen nicht dazu in der Lage, weil wenn sie kämen zur FAZ oder zur Süddeutschen, und dann nehme ich noch nicht mal die schlimmsten, ich könnte auch andere nennen, und sagen würden, nee, pass mal auf, liebe Freunde, ich kann euch dieses Recht nicht geben oder ich kann euch jenes nicht geben oder ich hätte gerne diese Vergütung noch zusätzlich, meinetwegen für die Online-Verbreitung, dann würden diese Verlage sagen, das ist uns alles viel zu kompliziert, wir haben keine große Rechtsabteilung, wir müssen leider auf deine Mitarbeit zukünftig verzichten. Und das ist die höfliche Variante des gesamten Spiels. Das geht auch wesentlich unhöflicher, nämlich etwa der Gestalt, dass ebenfalls ein sehr großer Verlag mit einer Auflage einer einzigen Tageszeitung von 600.000 schlicht und einfach an die Sekretärin da den sozusagen die Order gibt, streichen aus der Mitarbeiterliste. Punkt. Aus. So, das sind die Realitäten und mit diesen Realitäten müssen wir uns auseinandersetzen und für diese Probleme, da brauchen wir Instrumente und diese Instrumente fehlen uns derzeit im Urhebervertragsrecht, die müssen noch geschaffen werden und das sind kollektive Instrumente, die wir an der Stelle brauchen. Da hilft es nichts, wenn wir an der Stelle sozusagen das Individualrecht noch verbessern. Das können wir auch noch verbessern. Wir können sagen, ja, wir bestimmen noch ein bisschen genauer, was angemessen ist. Ich finde, so schlecht ist das gar nicht im Gesetz bestimmt. Aber was fehlt, ist das kollektive Instrument. Und das kollektive Instrument
ist vom Grundsatz her durchaus auch schon angelegt, nämlich in den gemeinsamen Vergütungsregeln, aber da fehlt es an der Durchsetzung. Da fehlt es beispielsweise an der Verbindlichkeit der Schlichtung, wenn man in einem Verfahren der Verhandlungen gemeinsamer Vergütungsregeln ist und irgendwann eigentlich zum Ergebnis kommen müsste, nee, wir brechen jetzt diese Verhandlungen ab, das hat keinen Sinn mehr, wir gehen in die Schlichtung und am Schluss steht dann aber ein verbindliches Ergebnis, das wirklich auch die Interessen beider Seiten, das ist ja das, worauf es ankommt bei der Angemessenheit, dass wirklich die Interessen beider Seiten, nämlich sowohl der Urheber wie der Verwerter, berücksichtigt. Dieses Instrument haben wir nicht, Sie haben das jetzt vorgeschlagen, oder wenn man diese gemeinsamen Vergütungsregeln, das ist der Prozess, den wir derzeit im Tageszeitungsbereich, im Textbereich erleben, wenn man diese gemeinsamen Vergütungsregeln schafft, dann haben wir zunächst mal derzeit wieder die Lage, jeder einzelne Urheber, jede einzelne Urheberin muss jetzt seinem oder ihrem Verlag gegenüber darauf bestehen, dass diese gemeinsamen Vergütungsregeln auch angewandt werden. Da haben wir wieder faktisch gesehen dasselbe Ergebnis wie das, was ich gerade eben geschildert habe. Die werden sagen, nee, ist uns entweder zu kompliziert oder sie werden unfreundlich und werden sagen, diese Person wird nicht mehr bei uns beschäftigt. Punkt. Das haben wir erlebt, unmittelbar nachdem diese gemeinsamen Vergütungsregeln in Kraft getreten sind. Was uns fehlt an der Stelle, ist das kollektive Instrument, das nämlich der Verband sagen kann, wir, die wir verhandelt haben, wir setzen die auch durch und zwar im Wege der Klage. Wir haben solche Instrumente im Arbeitsrecht. Mir leuchtet es nicht ein, warum das neben Urhebervertragsrecht nicht gelten soll. Okay, vielen Dank. Sie können gerne klatschen, so möchte ich auch nochmal auffordern. Wir sind alle so hoch konzentriert, weil es wirklich eine total spannende Diskussion ist und die verschiedenen Aspekte so einzeln nochmal rausgearbeitet, denn ich möchte jetzt auch nochmal an Herrn Rubi die Frage stellen, können Sie sich als Übersetzer überhaupt auf das Urhebervertragsrecht berufen oder gilt das für Sie nicht? Fallen Sie da eigentlich gar nicht drunter? Ich vermute, die Frage betrifft unseren Status als Urheber letzten Endes. Das ist vielleicht nicht generell so bekannt, aber wir sind Urheber, wenn auch vor uns der Autor sozusagen als Ersturheber kommt und wir als Zweiturheber dabei sind. Ich vermute, dass es in verschiedenen Bereichen nicht unähnlich ist, wo interpretierend gearbeitet wird, also beispielsweise eine Komposition von anderen Musikern nachher gespielt wird. Diese Analogien kann man ziehen. Aber ganz klar, also wir sind auch in der Gesetzesbegründung des Stärkungsgesetzes als Beispiel explizit genannt. Das gilt für uns genauso wie für die anderen betroffenen Urheber. Und unsere Verträge sind auch entsprechend strukturiert. Wir treten Rechte ab und bekommen dafür eine Beteiligung mit dem wohl relativen Ausnahmefall, dass wir auch dieses Honorar haben für die Menge der übersetzten Seiten. Ne? Das man als Pauschalhonorar interpretieren kann, aber nicht willkürliches Pauschalhonorar, sondern eben an der Menge gemessen. Und das nicht verrechenbar ist. Das war auch nicht immer so, das ist auch jetzt ein Ergebnis letzten Endes der Rechtsprechung, in der es zunächst in den unteren Instanzen auch Verrechenbarkeit gab. Es gab auch, was die Erfolgsbeteiligung angeht, Vertragsmodelle zunächst mal, wo eine Verrechenbarkeit vorgesehen war. Das wird jetzt zunehmend unüblich, einfach weil die Rechtsprechung das anders gemacht hat. Aber ja, um die Frage nochmal deutlich zu beantworten, wir sind Urheber und das Recht ist für uns auch gedacht und wir hoffen, dass es greift. Ich wollte nochmal nachfragen, Sie hatten vorhin ja auch den Bundesgerichtshof schon angesprochen und Sie haben ja da als Literaturübersetzer gewissermaßen eine besondere Stellung auch in dieser Urheberrechtsdebatte, weil Sie ja da hingezogen sind, um für eine angemessene Vergütung eigentlich zu streiten. Wie kam es dazu? Es ist im es ist im Urheberrechts im Urhebervertragsrecht vorgesehen, dass man auf angemessene Vergütung klagen kann. Das ist seit 2002 so. Das heißt, es wird dort auch gesagt, dass etwas branchenüblich ist, heißt noch nicht, dass es angemessen ist. Und es wird halt dort geregelt, innerhalb welcher Verjährungsfristen man einen Vertrag, den man ja unterschrieben hat,
im Nachhinein auf seine Angemessenheit gerichtlich überprüfen lassen kann. Ich frage mich, warum das so auffällig ist, dass Literaturübersetzer das gemacht haben, wo es eigentlich jedem Urheber, der einschlägige Verträge schließt, offen steht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es im Verhältnis zu der Zahl der Verträge, die geschlossen werden, sehr wenige sind, die das gemacht haben. Allein dadurch, dass das halt den Charakter sozusagen von Musterprozessen bekommen hat, die raufgegangen sind bis zum Bundesgerichtshof, ist es sehr sichtbar und sehr auffällig. Die beteiligten Kolleginnen und Kollegen mussten einen sehr langen Atem haben. Zunächst mal die ganzen Scherereien, die das bedeutet, auch die Unsicherheit, wie sieht es dann aus mit weiteren Aufträgen und so weiter. Und eben auch jahrelang darauf warten, dass sie gegebenenfalls Nachzahlungen bekommen. Es gibt auch Fälle außergerichtlicher Einigungen letzten Endes und so. Ne? Also trotzdem ist es so, wenn jährlich etliche tausende Übersetzungsverträge geschlossen werden, dass davon kein Prozent in irgendeinen Kanal kommt, wie gerichtliche Anpassung oder auch nur außergerichtliche zusätzliche Verhandlungen, sondern die Leute unterschreiben die Verträge, die sie vorgelegt bekommen, verhandeln über das Seitenhonorar und das war es dann im Wesentlichen. Ne? Aber dadurch, dass im Gesetz eben nicht konkretisiert ist, was ist angemessen, war es von großer Bedeutung, dass entweder, was der bessere Fall wäre, gemeinsam mit den Verlagen oder mit anderen Verwertern in Vergütungsregeln zu klären. Wir haben das auch versucht und versuchen es weiterhin. Aber wenn man da nicht zum Abschluss kommt, gerichtlich eben feststellen zu lassen, was könnte das konkret heißen. Und de facto ist es so, dass weder die Verlage noch wir besonders zufrieden waren mit dem, was beim Bundesgerichtshof rauskam. Für uns war es eine Verbesserung gegenüber dem Status quo. Aber es ist auch was, was unterschiedliche Verträge und unterschiedliche Geschäftsbeziehungen sehr unterschiedlich betrifft. Ich denke schon, dass wir das miteinander eigentlich besser könnten. Nachdem es mit der Durchsetzung ein bisschen hapert, sagt man sich, naja, mal sehen, wie lange es dauert, bis wir tatsächlich den Weg gemeinsam gehen. Ich persönlich muss sagen, das Recht des Stärkeren ist halt sehr lange eingebürgert in der Branche. Das heißt nicht, dass man nicht auf bestimmten Ebenen gut zusammenarbeiten kann. Auch jetzt der einzelne Übersetzer mit dem Lektorat oder sonst was. Aber es heißt halt doch, dass die Verträge auf eine Weise entstehen, wo eine Schieflage drin ist. Und das ist schwer zu korrigieren, das ist auch in den Köpfen schwer zu korrigieren. Ja, vielleicht nachher auch nochmal zu den aktuellen Verhandlungen, wenn Sie möchten. Können Sie gleich was dazu sagen? Wenn Sie, hätte ja? Ich nämlich gleich auch nochmal nachgefragt. Mhm. Also, wir haben Verhandlungen geführt mit einer Gruppe von Hardcover-Verlagen, die nämlich durch die Urteile stärker betroffen sind als die sogenannten Selbstverwerter, die auch selber Taschenbücher machen. Das liegt daran, dass die Nebenrechtsbeteiligung für uns Urheber besser aussieht als die Beteiligungen am Hauptrecht. Also wenn jetzt die Taschenbuchlizenz und andere Lizenzen verkauft werden, ist das, was die Richter geurteilt haben, für uns vorteilhafter. Und das ist halt ein Grund dafür, dass von den Hardcover-Verlagen eine größere Motivation gesehen wird, mit uns zu einer Einigung zu kommen. Über den Kreis der Verhandelnden und über die Inhalte ist Stillschweigen vereinbart, wie das üblich ist. Jetzt ist es so, dass wir zwar konstruktive Gespräche geführt haben über einen ziemlichen Zeitraum und meines Erachtens auch ganz gut uns auf Lösungen zubewegt haben, dass aber nun doch anscheinend die Tendenz besteht, abzuwarten, was das Bundesverfassungsgericht sagt. Naja. Da muss man das halt auch abwarten. Gut, dann hätte ich jetzt auch noch last but not least noch Fragen an Frau Winter. Der Börsenverein ist ja nicht direkt der Verhandlungspartner der Literaturübersetzer. Warum nicht? Oh je, bevor ich dazu komme, weil ich gleich nicht so weiß, ob das so furchtbar viel bringt, was Sie da gerade gefragt haben. Zwei, wir haben gerade eben gesagt, Applaus gerne genommen. Ich hätte gerade eben, als Herr Hornschuh sprach, beinahe spontan applaudiert. Erstens, weil es mich nämlich darin bestärkt, dass ich immer den Eindruck habe, in der Buchbranche befinden wir uns auf einer kleinen, schwindenden, aber dennoch Insel der Glückseligen, was das Miteinander angeht. Insbesondere aber auch, was die Vergütung der Urheber angeht, die Buyouts, die angesprochen werden, also die Total Buyouts gegen Pauschale, sämtliche Rechte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, die macht die Buchbranche so nicht, sondern die
Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg oder an der wirtschaftlichen Auswertung der Nutzungsrechte ist Usus in der Branche. Was ebenfalls Usus ist in der Branche, ist, dass an die Übersetzer ein Normseitenhonorar gezahlt wird, ein garantiertes, beziehungsweise an die Autoren ein garantierter Vorschuss gezahlt wird. Das heißt, die Urheber, sei es Übersetzer, sei es Autoren, werden zwar am wirtschaftlichen Erfolg eines Werkes beteiligt, nicht aber am wirtschaftlichen Misserfolg. Das heißt, sie gehen unternehmerisch nicht ins Risiko, anders als Herr Hornschuh, insofern Insel der Glückseligen. Ich hatte eben schon gesagt, keine Buyouts bei den Publikumsverlagen, zumindest nicht, was die Werknutzung angeht, nur in sehr untergeordneten Bereichen, beispielsweise Einräumung von Bildrechten für die Nutzung auf der Coverabbildung oder solcherlei Sachen oder große Anthologien, 300 Beiträge, das ist faktisch einfach ein zu riesiger organisatorischer Aufwand, das Ganze mit Absatzbeteiligung zu versehen und so fort, zumal auch die Relevanz nicht da ist. Also, wir haben eine Beteiligung an der Auswertung, am Erfolg, an der Nutzung der Werke, ohnehin, wie es angelegt ist im Gesetz. So. Das unternehmerische Risiko trägt der Verlag. Und wir beiden sind ja wahrscheinlich eher gemäßigte Vertreter unserer jeweiligen Verbände. Aber noch was Herr Hornschuh sagte, möglicherweise ist es wirtschaftlich den Verlagen auch gar nicht möglich, das zu leisten, was die Vorstellungen der Übersetzer kumuliert mit den Vorstellungen der Autoren gegebenenfalls für den Verlag bedeutet hätten. Wenn seinerzeit nach Inkrafttreten des Gesetzes die Vorstellung, die Verdi geäußert hat für die Autoren, was das angemessene Honorar angeht, und die Vorstellungen der Übersetzer kumuliert, hätten dazu geführt, also wenn diese Honorarvorstellungen eins zu eins von den Verlagen akzeptiert worden wären, hätte dazu geführt, dass 93% aller übersetzten Sachbuchtitel unrentabel geworden wären und 96% aller Belletristikübersetzungen, was im Ergebnis für den Verlag bedeutet hätte, entweder er lässt die Finger von Übersetzungen, ja, weil er sich schlicht nicht mehr leisten kann, oder er begeht wirtschaftlichen Selbstmord. So, wie schlecht geht es eigentlich den Verlagen? Wie schlecht geht es eigentlich wirklich den Übersetzern? Ich weiß nicht, vielleicht zur Erhöhung der Street Credibility. Ich bin mit einem Lyriker verheiratet. Und mein Mann hat irgendwann in einem Interview, als es darum ging, wie finanziert er sich eigentlich, hat er gesagt, es war wunderbar, es war übrigens in der FAZ abgedruckt, meine Frau verdient Gottlob, okay. Sie dürfen gerne klatschen, genau. Da Sie mir jetzt auf die Frage nach den Literaturübersetzern nicht geantwortet haben, versuche ich es nochmal mit einer anderen. Was wären denn Ihre Erwartungen an den Gesetzgeber für eine Reform des Urhebervertragsrechts? Frau Sitter hat schon intus dieses schwere Wort, bei mir hat es eben noch ein bisschen gehapert. Na, ich habe ja eben gesagt, ich gehöre nicht unbedingt zu den Hardlinern. Mhm. Allerdings könnten wir uns tatsächlich auf den Standpunkt stellen, das Ganze hat sich wirklich nicht bewährt. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Und zwar hat es sich praktisch nicht bewährt, ganz einfach deswegen, weil in der Praxis es sich als schwierig erwiesen hat, gemeinsame Vergütungsregeln aufzustellen, beziehungsweise ihnen zur Durchsetzung zu verhelfen. Da sind wir ja auch d'accord. Ich bin aber auch der Auffassung, dass es möglicherweise niemanden genützt hat, was ja Sinn der ganzen Sache ist. Was vielleicht nicht notwendig an der mangelnden Durchsetzbarkeit des an und für sich gut gemeinten Gesetzes ist, sondern schlicht, und jetzt komme ich wieder zu Herrn Hornschuh, an den wirtschaftlichen Gegebenheiten liegt. Wenn man sich überlegt, Buchbranche jetzt wieder, jeder Vierte in Deutschland liest, ja, liest grundsätzlich. Von denen, die lesen, liest wiederum nur jeder Vierte auch mal ein Buch. Ja. So, insofern ist der Markt, gerade für literarische Übersetzungen, Sie wissen das, es ist kein besonders großer. Das ist mal das eine. Das zweite ist, und dagegen wehre ich mich wirklich, da könnte ich mich sogar fast ein bisschen echauffieren, wenn, ich habe es eben schon angesprochen, vom Recht des Stärkeren auf Seiten der Verlage die Rede ist. Die Verlage, und nun habe ich für einen gearbeitet, der pleite gegangen ist, haben es nicht allzu leicht. Also die meisten sind mal gerade so eben profitabel, ja.
Viele schreiben Verluste. Eichborn hat zum Teil in Jahren, in denen kein Sven Regner da war oder irgendein anderer größerer Bestseller, schlicht und ergreifend Verluste geschrieben. Es ist aber auch so, dass die Kostenstrukturen in den Verlagen, und das habe ich, Sie haben eben gesagt, war auch als Personalleiterin tätig im Verlag, die Kostenstrukturen sehen schlicht und ergreifend so aus, dass die so feststehen, die Herstellkosten alleine, die rund 35% vom Umsatz ausmachen, die stehen einfach mal fest. Papier hat einen festen Preis, was die Druckereien verlangen, die Bindereien und so fort, da lässt sich relativ wenig dran drehen, es sei denn, man standardisiert Formate und fasst zusammen, was aber wiederum den kleinen Verlagen, wenn sie sich mit anderen zusammentun, nur schwer möglich ist. Der zweite große Kostenblock, Auslieferung, Vertrieb, lässt sich auch nichts dran drehen, großartig. Gut, man kann sagen, der Werbeetat muss nicht 10% vom Umsatz sein, schreien aber die Autoren, weil sie sagen, ich habe die Anzeige in der FAZ nicht gekriegt. Ja? Und was dann noch übrig bleibt, sind die Strukturkosten oder die Gemeinkosten, bei manchen Verlagen bis zu 30%. Das aber wiederum sind die Personalkosten, unter anderem auch. So, und wenn es jetzt heißt, er schreibt schon mit, das kommt gleich, da kommt gleich was. Wenn es jetzt heißt, in der neuen Studie haben Sie ja gerade veröffentlicht, durchschnittlich verdient ein Übersetzer nicht mehr als 1.000 Euro netto im Monat. Ja. Das war vor, wann war die erste Studie? Das wissen Sie, war die vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren? Hat sich nichts getan, offensichtlich, am Einkommen der Übersetzer, also 10 Jahre nach Einführung des Urhebervertragsrechts. So, was bedeutet jetzt 1.000 Euro netto? Sie sprachen eben an Arbeitnehmerrecht. Ja, also es müsste doch ausgestaltet werden wie bei Arbeitnehmern. Ein Lektor in einem Buchverlag, in einem Publikumsverlag verdient zwischen 3.000 und 4.000 Euro brutto. So. Mitarbeiter in der Presseabteilung verdienen nochmal weitaus weniger. Das sind also die, die mit der FAZ sprechen, die versuchen, die Literatur ins Feuilleton zu bringen. Die liegen ungefähr bei 2.100, 2.200 Euro brutto. So, das heißt, die Verlage beuten sich ebenso wie die Urheber eigentlich selbst aus, um sie alle mit dem schönen Hobby Lesen zu versorgen und mit guter Literatur zu versorgen zum Beispiel oder mit klugen Sachbüchern. Und jetzt komme ich, ganz großer Bogen zurück zu Ihnen, gesagt haben, geht die Diskussion um das Urhebervertragsrecht nicht möglicherweise daran vorbei, wenn wir sagen, der Kuchen ist eigentlich verteilt. Wenn wir im Honorargefüge was verändern, mehr Übersetzer, mehr Autoren, geht es auf Kosten der Strukturkosten, der Herstellkosten, der Auslieferung, also wo soll man dran drehen? Und ist es nicht eher so, dass anstatt, dass wir uns darüber streiten sollten, wer kriegt jetzt welches Stück vom Kuchen und wie groß ist es, uns vielleicht eher darum kümmern sollten, dass der Kuchen und gemeinsam darum kümmern sollten, dass der Kuchen nicht immer kleiner wird. Nach meiner Zeitplanung wollte ich jetzt eigentlich ins Publikum geben, aber ich habe jetzt eben nochmal gehört, darf ich auch noch mal sagen? Ich frage jetzt mal, ob das für Sie in Ordnung ist. Wir hätten dann, wenn ich das jetzt so signalisiert bekommen habe, bei Ihnen noch den Wunsch, was dazu zu sagen und dann würde ich sofort ins Publikum geben. Ich brauche aber nur einen. Dann fangen wir mit dem einen Satz an. Indem ich das nochmal bestätigen muss, exakt das, was hier gesagt wurde. Also, okay, ein Satz. 71% aller Musiklabel und Musikverlage verdienen weniger als 17.500 Euro im Jahr. Gut, dann gehen wir einfach die Reihe nochmal voll. Machen wir die Reihe voll. Also, so sehr ich mich über den spontanen Fastapplaus gefreut hätte, wenn er gekommen wäre, muss ich doch sagen, dass ich mich jetzt ein bisschen in Haftung genommen fühle für eine Position, die ich dann so auch nicht verkaufen wollte. Also ich bin wirklich bereit, auch das Elend der anderen anzuerkennen, aber es gibt tatsächlich in einer Strukturdebatte dann eben doch den Punkt, wo man sagen muss, das wirtschaftliche Risiko auf die Schultern von Auftragnehmern abzuwälzen, ist halt keine Option. Das kann es nicht sein. Und wenn das tatsächlich existenzbedrohlich wird, dann ist in der Struktur und da ist auch im kaufmännischen System irgendetwas nicht in Ordnung. Ja, ich hatte aber vorher gesagt, ob ich was sagen darf. Und gibt es jetzt hier einfach mal weiter? Er hat schon.
zum Strukturproblem hat Herr Hornschuh gerade schon was gesagt. Ich will nur einen Satz sagen. Also wenn wir hier von den Verlagen oder von, wenn Sie von den Verlagen reden, dann mögen Sie von den Buchverlagen reden. Das kann sein. Wenn Sie von Tageszeitungen oder Zeitschriftenverlagen reden, also da kämen mir die Tränen, wenn so argumentiert wird. Denn das wäre eine unzulässige Argumentation. Die sind in einer völlig anderen ökonomischen Lage, trotz der Probleme, die sie haben. Die will ich gar nicht wegreden. Aber das Eigenartige an dieser Argumentation ist, und das fällt mir jedes Mal auf, es wird völlig, völlig klar und eindeutig gesagt, wir müssen die Druckkosten bezahlen, wir müssen die Papierkosten bezahlen, das sind die Fixkosten, das sind jene Fixkosten. Bei den Autoren, da wird gesagt, ja, das sind keine Fixkosten, da können wir immer drücken. Doch, das ist ein Problem, das ist ein großes Problem. In der Buchverlagskalkulation, Entschuldigung, ich habe nur über Buchverlage gesprochen und in der Buchverlagskalkulation ist es ein fester Kostenposten. Ja, ich glaube, es besteht eine gewisse Gefahr in diesen Diskussionen, dass man nicht unterscheidet, was ist die wirtschaftliche Seite des Ganzen und was ist irgendwo auf der Ebene zwischen Liebhaberei und Kunst als Selbstzweck. Und das kann, wenn das eine freie Entscheidung der Beteiligten ist, auch funktionieren. Ne? Ich glaube, wer Lyrik schreibt, der weiß, auch wer Lyrik übersetzt, dass das nicht seinen Lebensunterhalt tragen wird. Und es gibt andere Bereiche der Politik, letzten Endes Kulturförderung, die für sowas sich zuständig machen können. Im Bereich Urhebervertragsrecht geht es darum, da, wo nennenswerte wirtschaftliche Erträge anfallen, zu gucken, ob das angemessen verteilt wird. Und in der Buchbranche werden Milliarden umgesetzt, auch mit Übersetzungen, ne? Nach Zahlen des Börsenvereins. Also das schüttle ich mir jetzt nicht aus dem Ärmel. Und die Mehrzahl der Übersetzungsverträge werden von drei großen Verlagsgruppen geschlossen und nicht von Kleinverlagen, die da entweder eine Hyperkomplexität hätten oder nicht über die Runden kommen und so, ne? Von daher glaube ich, es gibt einen nennenswerten Bereich, in dem was zu verteilen ist und in dem man sich bewegen kann. Ja. So, vielen Dank. Jetzt gab es ja einige Stichworte, die gefallen sind und die auch so eine gewisse kreative Unruhe im Publikum ausgelöst haben. Ich frage jetzt mal, gibt es irgendjemanden, der was sagen möchte? Daneben an den Seiten stehen Mikrofone. Mein Name ist Karim Al-Assadi, ich bin Autor und Übersetzer aus dem Arabischen ins Deutsche und umgekehrt. Ich schreibe auch auf Arabisch und Deutsch. Ich denke, die Literaten, Schriftsteller und die Künstler in der Bundesrepublik Deutschland haben Probleme nicht nur mit Fragen von Urhebervertragsrecht, sondern auch mit anderen eigentlich Ursachen, gerade auch mit Auftraggeber. Das heißt, ich kann das kurz in einer Frage formulieren oder einem Satz: Wer gibt wen was? Welche Auftraggeber gibt welchen Schriftsteller oder Übersetzer oder Künstler gewisse Arbeit. Das heißt auch, was ist diese Arbeit? Und das hat auch mit irgendwie etwas Gewissenhaftes und etwas Ästhetisches zu tun. Welcher Grad von Gewissen und welcher Grad von Geschmack ist bei dieser Wahl, die mit eigentlich Chancen des Lebens zu tun hat, vertreten wurde? Und ich denke, irgendwie es gibt eine große Ungerechtigkeit in diesen Bereichen, die das Leben von Menschen mit großartigen Talenten schwierig macht. Sie beseitigt eigentlich diese Situation, beseitigt große talentierte Menschen auf Gunsten von Menschen, die viel, viel weniger talentiert sind. Aber sie können gewissenlos sein. Sie können zum Beispiel spielhaft sein. Sie können irgendwie sich verkaufen. Und diese irgendwie ästhetische, moralische Frage, das heißt, Menschen mit großartigen Talenten müssen weiterkommen, müssen ihre Stimme erheben. Das ist wichtig,
für die Gesellschaft, für das Land, aber auch für die ganze Menschheit. Man will Literatur lesen und Kunst erleben von höchst kreativen Menschen, die das Wort haben. Aber trotzdem sind diese Menschen jahrelang unterdrückt und beseitigt und es spielen ein paar Leute, die überhaupt mit Kreativität nichts zu tun haben. Im Bereich von arabischer Literatur, arabischen Übersetzer, alles mit eigentlich auch in diesem Hinsicht deutscher Literatur, Literaturfestivale, Poesiefestival, Literaturfestival in Berlin, International Literaturfestival, ihre Kolleginnen und Kollegen vertreten diese Probleme und dieses Versagen prima, Frau Winter. Und das muss eigentlich anders bewertet. Es muss nach Gewissen, nach Ästhetik, nach Geschmack, nach Gerechtigkeit bewertet. Man kann nicht jemanden mit großartigem Talent, vielleicht ein von den besten Schriftstellern der Welt, jahrelang im Schatten lassen, nur weil er andere Gründe hat, die nicht mit Kreativität zu tun. Woher kommt er oder welche Religion hat er oder welche politischen Prinzipien eigentlich vertretet er? Danke. Ja, vielen Dank. Also ich würde sagen, wir sammeln jetzt erstmal noch ein bisschen. Ich habe das auch eher als ein Statement jetzt aufgefasst, als eine Frage direkt an Sie beide. Hat jemand anders noch, möchte jemand anders noch was sagen? Nee, genau, es wäre gut, wenn Sie ins Mikrofon gingen. Guten Tag, mein Name ist Pfennig. Ich spreche für die Initiative Urheberrecht. Das sind 30 Verbände ungefähr von Urhebern. Ich glaube, das Urhebervertragsrecht ist deswegen so wichtig und es wird immer wichtiger, weil wir in einer durchorganisierten Gesellschaft leben, in der es zum Glück in vielen Bereichen eine sehr ausgewogene Tarifstruktur gibt zwischen den Beschäftigten und den sogenannten Arbeitgebern. Im Kulturbereich, der jetzt sich sehr stark dadurch definiert und auch politisch definiert wird, als wirtschaftlicher Bereich, Kulturwirtschaft, überall gibt es diese Terminologien. Wir wissen, dass der Umsatz höher ist als der Umsatz der Energiewirtschaft, haben wir eigentlich, wenn man so will, archaische Produktionsbedingungen. Im Börsenvereinsbereich, und insofern ist Frau Winter hier eine schlechte Repräsentantin, die eigentlich hier gar nicht verdient, sozusagen die einzige Vertreterin der Unternehmerseite zu sein, gibt es eine lange Kooperationsgeschichte, die auch nicht so erfreulich ist, denn die Literaturübersetzer waren ja diejenigen, die das Urhebervertragsrecht erst ausgelöst und die Argumente geliefert haben. Es ging ja 2002 immer um die schlechte Rolle der Literaturübersetzer. Ihnen ist ja dann auch etwas anders geholfen worden, schließlich durch den Bundesgerichtshof und weniger durch das Urhebervertragsrecht. Ich glaube, was wir erreichen müssen, wir müssen eine Verhandlung auf Augenhöhe ermöglichen zwischen den Kreativen, die wirklich den Humus der Informationsgesellschaft bilden, und den Unternehmen. Und man kann eine Argumentation, Frau Winter, bei allem Respekt auch nicht akzeptieren, in der gesagt wird, über den Preis reden wir gar nicht. Wir haben lauter feste Kostenfaktoren und der einzige weiche Faktor sind die Urheber. Das ist wie bei der Theaterstruktur, wo immer gesagt wird, die ÖTV oder jetzt heute Verdi hat alle Verträge gemacht und die einzigen, bei denen wir noch einsparen können, sind die Kreativen, nämlich die Schauspieler und die Regisseure. So funktioniert es nicht. Und wir müssen vor allen Dingen, und darüber wurde hier noch gar nicht geredet und nur wenig, wir müssen über die audiovisuelle Branche reden, denn da sind die Missstände am größten. Es gibt Tarifverträge, das hat Herr Pöppelmann gesagt, im Bereich des öffentlichen Fernsehens und Rundfunks. Die sind ergänzungsbedürftig, aber da gibt es wenigstens Verhandlungspartner, hinter denen auch ein Druck steht, nämlich der Öffentlichkeit, die diese Sender ja auch bezahlt und einigermaßen geordnete Verhältnisse haben will. Aber in den privaten Sendern wird nur über allgemeine Geschäftsbedingungen verhandelt. Und wer das nicht akzeptiert, fliegt raus. Das ist doch das ganze Problem der Gewerkschaften. Die kriegen nicht einen Tarifvertrag hin. Und deswegen müssen wir, glaube ich, wirklich ernsthaft dieses Urhebervertragsrecht jetzt auf eine Ebene bringen, wo es durchsetzbar wird, um dann allerdings vernünftige Verwertungsverhältnisse sowohl zwischen Urhebern wie zwischen Unternehmern wie Verlegern zu schaffen und dann gegen diejenigen, die Rechte und den Content insgesamt zu vertreten, die eigentlich in Wirklichkeit diejenigen sind, die ihn ausnutzen und die Preise drücken. Das sind die großen Provider und das sind große auch Verbreitungsketten wie Thalia, die nämlich dafür sorgen, dass die Verlage nicht mehr rentabel produzieren können beziehungsweise auf die Autoren Druck machen, weil die einfach sagen, wir verkaufen die Bücher nicht teurer und ihr müsst sehen, wie ihr klarkommt. Und dann sind die gewerkschaftlich organisierten Drucker und ich weiß nicht, wer da alles ist, immer noch besser dran als die Autoren. Das muss beseitigt werden. Und deswegen ist dieses Urhebervertragsrecht
richtig. Und wenn ich so Sprüche höre, man muss das mal ergebnisoffen überprüfen. Das ist genauso, als wenn man sagt, Opel geht es schlecht und jetzt überprüfen wir mal ergebnisoffen, ob Tarifverträge im Metallbereich wirklich gut sind und ob es nicht besser ist, wir schaffen die alle ab und die Arbeiter werden dann ein bisschen noch schlechter bezahlt, damit Opel auch weiterhin Autos verkaufen kann. Und diese ganze Struktur wird beseitigt. Also deswegen müssen wir das Urhebervertragsrecht stärken und uns dafür einsetzen, nicht unbedingt um die Autoren gegen die Verleger in Stellung zu bringen, aber um eine vernünftige Level Playing Field, wie das in Brüssel immer heißt, zu erreichen, auf dem dann diese Kulturwirtschaft wirklich vernünftig existieren kann. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für das Statement. Ich empfinde das auch eher als Statement als Frage. Möchte jemand noch etwas sagen? Ja, bitte ans Mikrofon. Ich gehe gleich ans andere. Mein Name ist Stefan Herwig, ich habe selber ein kleines Plattenlabel und möchte vielleicht ein Statement abgeben, aber ich möchte das ausnahmsweise auch mit einer Frage verbinden. Es ist ein Stück weit ein Kontrastatement zu Herrn Pfennig. Und ich glaube, es ist teilweise schon angesprochen, aber es ist vielleicht noch nicht drastisch genug formuliert worden. Hier fahren gerade Schiffe durch Stürme. Diese Stürme gibt es nicht erst seit ein, zwei Tagen, Wochen oder Monaten, sondern seit einer halben Dekade oder vielleicht länger. Die haben sich schon viel, viel länger angekündigt. Und diese Schiffe drohen gerade zu kentern. Und ich glaube, das muss man so drastisch ausdrücken. Ja, der Linken fällt leider nichts Besseres ein, als gerade in diesem Augenblick der Stürme, die auch weiterhin anhalten werden, über den Sold der Matrosen zu verhandeln. Ich will lediglich sagen, dass die makroökonomische Situation, ja, wir schauen uns diesen Binnenmarkt an zwischen Urhebern und Verwertern. Ja, aber die makroökonomische Situation, der diese Branchen unterworfen sind, ja, die muss man eigentlich mit einer viel weiteren Brille betrachten. Ja, und ich kann eigentlich nur sagen, ist vielleicht ein kleiner Indikator dafür, in der Hochphase der Krise der Musikwirtschaft, die sich so langsam stabilisiert, ist der Independent-Vertrieb EFA pleite gegangen. EFA hatte damals über 80 Label im Vertrieb gehabt, 80 Independent-Label. Von denen sind durch diese EFA-Pleite zusätzlich 40 Labelstrukturen gleichzeitig mit über die Wupper gegangen. Da sehen Sie im Prinzip, wie sehr diese Labelstrukturen und auch, das Gleiche zählt wahrscheinlich auch für Buchverlage und ich glaube auch für Zeitungsverlage, auf Kante genäht sind. Ja, wenn die 2-3 Monate von ihren Vertrieben nicht bezahlt werden, dann gehen die gleichzeitig mit über die Wupper. Dadurch, dass wir dieses Binnenverhältnis zwischen Urheber und Verwerter jetzt in diesem Augenblick verhandeln und so in den Blickpunkt heben, verlieren wir eigentlich ganz, ganz wesentliche Sachen gleichzeitig aus dem Blick. Das Wichtige ist, wenn wir dieses Binnenverhältnis gerade stellen, ja, dann werden wir meiner Meinung nach nicht den Sturm beenden. Ja? Und deswegen auch, ich habe ja gesagt, ich möchte eine Frage anstellen. Herr Pöppelmann, ich stelle die, wie sagt man so schön, an Sittenwidrigkeit grenzende Bezahlung von einigen Journalisten durch einige, vielleicht auch durch mehr Zeitungsverlage, gar nicht in Abrede. Aber glauben Sie wirklich, dass man nochmal durch die Justierung dieser Sachen, die seit Jahren sich zuspitzende makroökonomische Lage der Zeitungsverlage wirklich verbessern kann? Oder kreieren wir dadurch nicht nur weitere Pleiten von diversen Zeitungsmarken, die sich eigentlich jetzt schon von langer Hand, sehr langer Hand angekündigt haben? Ja, genau. Ich bleibe mal im Bild. Als die See spiegelglatt war und als das Wetter sehr schön war, da haben wir auch mit den Tageszeitungsverlegern über die Frage, wie soll denn der Sold eigentlich aussehen, gesprochen. Da haben sie uns gesagt, das machen wir später. Momentan geht es uns nicht wirklich ganz gut. Aber eigentlich ging es ihnen hervorragend. Es ging ihnen blendend. Ich meine die Zeit bis 2001. So viel, wie die damals an Anzeigen umgesetzt haben, so viel, wie sie damals auch immer noch an Auflage gemacht haben, das war derartig eklatant. Die haben wirklich fast, also hohe zweistellige Renditezahlen eingefahren. Und gleichwohl haben sie gesagt, uns geht's schlecht und uns geht's dreckig. Es ist eigentlich Sturm, haben sie gesagt. Ihr habt es nur noch nicht richtig verstanden. Jetzt sind wir in der Tat in wesentlich schwierigeren Zeiten, was die Tageszeitung anbelangt. Aber mitnichten ist die Tatsache, dass beispielsweise die Financial Times Deutschland eingestellt wurde
oder dass momentan die Frankfurter Rundschau im Schlingern ist, ein Zeichen dafür, dass es sämtlichen 350 Tageszeitungen in dieser Republik mit immerhin noch 150 Vollredaktionen ökonomisch schlecht, richtig schlecht ginge. Das Problem hat vor etwa 14 Tagen, drei Wochen stand es in der Taz und da kann ich es eigentlich nur zitieren. Das Problem hat ein, wie er da zitiert wurde, norddeutscher Altverleger auf den Punkt gebracht. Der norddeutsche Altverleger hat gesagt, früher war es so, morgens haben wir das Scheunentor aufgemacht, dann flog das Geld rein. Abends haben wir das Scheunentor zugemacht und haben das Geld gezählt. Und heute geht das nicht mehr so, heute müssen wir arbeiten dafür. Und dann hat er seinen Verlegerkollegen gesagt, und jetzt müsst ihr halt eben ein bisschen arbeiten und jetzt müsst ihr ein bisschen was tun, weil die Rendite ist nicht mehr ganz so hoch, wie ich es gerade eben beschrieben habe. So ist momentan die makroökonomische Situation im Tageszeitungsbereich und von den Zeitschriften habe ich an der Stelle noch nicht geredet. Also, was ich damit sagen will, ist, die ökonomische Situation der Tageszeitungen ist mitnichten so, dass es auch nur im Ansatz gerechtfertigt wäre, sittenwidrige Honorare zu zahlen. Das war nie gerechtfertigt, das kann auch nicht zukünftig gerechtfertigt sein. Es kommt kein Tageszeitungsverleger, deswegen habe ich das vorhin gesagt, kein Tageszeitungsverleger kommt auf die Idee, seinem Papierhändler zu sagen, ja, leider kann ich dir das Papier nicht mehr bezahlen, weil meine Auflage ist schlecht und meine Anzeigen verliere ich auch permanent. Geht leider nicht mehr. Den Autoren wird dieses seit, solange ich im Job bin, wird denen das gesagt. Und das ist das Problem. Und dieses Problem, das muss mit dem Urhebervertragsrecht, ich behaupte nicht, dass das Urhebervertragsrecht allein dafür sozusagen glückselig machend ist. Aber ein Teil dieses Problems zu lösen, dafür ist das Urhebervertragsrecht gut. Ja, jetzt hat Petra Siete das Wort. Ja, der letzte Beitrag hat mich jetzt erst recht veranlasst, mich doch nochmal zu Wort zu melden. Natürlich ist die Materie total komplex. Ich finde es jetzt als Linke nicht ganz so schlimm, dafür gescholten zu werden, dass wir uns um die Matrosen kümmern. Aber es geht natürlich in dem Gesamtverhältnis auch darum, dass die Schiffe, die da über das Meer im Sturm rauschen, dass die auch ihre Ballastbehälter so füllen, dass eben nicht jedes Schiff über jede Welle rollt. Und wir haben in den vielen Diskussionen, die es eigentlich um das Urheberrecht ging, immer wieder festgestellt, das ist zurzeit eine Konfliktmenge, die ist nicht beherrschbar. Da ist die Gemengelage so kompliziert. Wo kann man denn ansetzen, um insgesamt für die Matrosen eine bessere Ausgangsbedingung zu schaffen? Und da war ein Punkt das Urhebervertragsrecht. Und das haben wir dann sozusagen in Angriff genommen. Wenn die Matrosen alle vom Schiff gehen oder alle Kapitän werden, dann ist den Schiffen auch nicht geholfen. Insofern geht es uns immer um eine Balance bei dieser ganzen Geschichte. Und wir haben versucht, dabei natürlich auch den politischen Druck aufrechtzuerhalten in der Gesamtmaterie. Und die Situation vor einer Wahl ist ja vielleicht noch nicht mal die schlechteste, solche Diskussionspunkte dann aufzuwerfen, um andere Akteure im politischen Raum auch zu veranlassen, ihre Position jeweils deutlich zu machen und dann unter zu späteren Zeitpunkten in diversen Koalitionsvereinbarungen auch zu ganz konkreten Punkten zu kommen. Insofern darf man das natürlich selbstverständlich nicht singulär betrachten. Und ich finde, das ist jetzt meine Frage an die Runde, ist denn das so unverschämt, was wir da fordern im europäischen Kontext? Kann dazu vielleicht mal der eine oder andere noch was sagen? Ist denn das ein deutscher Sonderweg, den wir da beschreiten? Oder ist das viel eher etwas, was am Ende zu Harmonisierung in Europa beiträgt. Mithin wissen wir ja, dass die soziale Lage nicht nur in Europa, in Deutschland für die Kreativen sau schlecht ist, sondern auch in Europa eine ziemlich miserable. Ich würde jetzt ganz kurz einen Vorschlag machen, dass das jetzt die letzte Wortmeldung war, weil doch jetzt auch ans Podium noch mal Fragen gekommen sind. War noch eine ganz wichtige? Okay, dann nehmen wir die noch. Danach würde ich aber dann hier schließen und ich habe zwei ganz eilige Wortmeldungen eben schon gehabt, die ziehe ich dann vor. Und wenn Sie dann noch was dazu sagen möchten, machen wir noch eine kurze Runde. Und dann würde ich dann auch beenden wollen und müssen, weil wir hier auch ein Zeitlimit haben. Und würde jetzt Sie bitten, gerade Ihr Statement oder Ihre Frage noch zu formulieren. Ja, eher ein Statement. Ich komme aus dem Musikbereich. Und was jetzt vielleicht in diesem Podium nicht so wirklich angesprochen wurde, ist, dass sich in den letzten 10 Jahren viel verändert hat.
was die Musikdistribution anbelangt. Also wir haben andere Player, wir haben Spotify, wir haben Google Play Music und solche Dinge. Also Player, große Konzerne im Internetbereich, die gar nicht wirklich viel mit Musik zu tun haben. Wir können es auch übertragen auf den Literaturbereich, also Google Play Books und so weiter und Movies. Also große Player, die den Vertrieb übernommen haben, den lukrativen Part unseres Business, ja, den Abverkauf übernommen haben, ohne selbst etwas zu kreieren. Ja, also ein Spotify, ein Google, ein Amazon macht keine Bücher, die stellen keine Autoren an. Ja. Und das wurde vielleicht in diesen, also die große Überschrift ist ja die letzten 10 Jahre sozusagen. Da hat sich vieles verändert. Und was auch hier in dem Podium angesprochen wurde, ist, dass sich vielleicht die Urheber wieder so ein bisschen mehr kollektivieren sollten. In den USA heißen Verwertungsgesellschaften Copyright Collectives, ja, also Kollektive. Ja. Und das wurde hier in Deutschland wurde das gar nicht mehr so in den letzten Jahren realisiert, dass es Vereinigungen der Urheber sind, die sich gegen ganz andere Player heutzutage durchsetzen müssen, ja, ihre Interessen durchsetzen müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel diese großen Anti-GEMA-Demonstrationen gesehen, da wurden Leute instrumentalisiert, gegen die Urheber vorzugehen, im Interesse der DEHOGA zum Beispiel oder der Silicon Valley Internet-Unternehmen. Und da sollte vielleicht mal wieder so ein bisschen ein kleines Umdenken stattfinden. Und das hat vieles mit, also das hat nicht nur was mit Musik zu tun, sondern auch mit Literatur, mit all denjenigen, die einfach nur einen Durchverkauf machen, die Google, Amazon und so weiter und so fort, gegen uns kleine Urheber. Das wollte ich nur sagen. Ich bin gekommen, um vielleicht da etwas zu erfahren, was ich da in dieser Denke auch bei den Linken vielleicht getan haben mag in den letzten paar Jahren. War ein bisschen wenig, aber ja, danke. Sorry. Also bevor ich mich vom Unterdeck nochmal als Leichtmatrose zu Wort melde, eine kurze Antwort auf die Frage, was wir europaweit oder gar weltweit sozusagen als Sonderweg hier beschreiten. Den haben wir vor 10 Jahren eingeschlagen. Durch Paragraph 32 Anspruch auf angemessene Vergütung haben wir den längst. Und das hat auch Kosten. Und übrigens sage ich das, ich berichte das jetzt und ich kritisiere das nicht. Der Games-Hersteller Electronic Arts hat in Köln kürzlich eine Niederlassung eröffnet und wird jetzt freut sich gerade Köln, weil wir jetzt da einen unglaublich wichtigen Partner sitzen haben, der Kreativwirtschaft bei uns betreibt, mit immerhin fast 1500 Vertriebsmitarbeitern. Was die Kölner nicht wissen, was Creative NRW als das Kreativwirtschaftsportal des Landes Nordrhein-Westfalen nicht weiß, ist, dass Electronic Arts von seiner Konzernzentrale in San Francisco aus eine weltweite Order gegeben hat, nicht mit Personen zusammenzuarbeiten, die deutschem Urheberrecht unterliegen. Zunächst war es so, dass es seit 10, 15 Jahren im Bereich Komposition, und da ging es explizit erstmal nur um den Kompositionsbereich, eine Ausschlussklausel von GEMA-Mitgliedern im Games-Markt gab, und zwar pauschal. Wer GEMA-Mitglied war, durfte nicht für Games komponieren in Deutschland. Das wurde hingenommen und die jungen Komponisten sind den Leuten sogar noch hinterhergelaufen, weil sie es cool fanden, mitmachen zu dürfen. Die merken gerade, was sie sich verschenkt haben zum Teil. Wir sind in einer Situation, dass längst ein Parallelmarkt nach Copyright-Verständnis, also nach pazifischem Copyright-Verständnis in diesem Land unter diesem geltenden Recht existiert. Und darum auch meine Skepsis, ob wir über die Änderung des Urhebervertragsrechts tatsächlich durchgreifen können. Ich habe viel gelernt über die anderen Branchen, wo ich das plausibel finde, dass da was passieren kann. Für die Musik bin ich ausgesprochen skeptisch, für die Musik und für die Musik-Medien-Überschneidung. Jetzt nochmal der Leichtmatrose vom Unterdeck. Ich fühle mich nicht so ganz wohl in dieser Rolle, weil ich glaube, der Matrose ist der zwar rudert und insofern die Energie in das Schiff bringt, aber gleichzeitig habe ich das Schiff meines Erachtens auch gebaut und entworfen. Also ich habe da auch wieder mehrere Jacken an, aber, und das möchte ich wirklich ganz mit einer großen Betonung und wahrscheinlich als mein letztes Statement heute nochmal sagen, ich sehe Verwerter nicht als meine Feinde, denn ich glaube nach allem, was ich geschildert habe, und da gucke ich jetzt einfach mal Eva Kills auch an, wir sind Partner. Ich kann mich schlecht hinsetzen und mir einen Film nehmen, und eine Filmmusik schreiben für einen Film, den es noch nicht gibt. Ich brauche jemanden, der mich beauftragt.
Meine Kunst kann ich nur machen, indem ein Verwerter da ist. Und ich glaube, Literatur zu übersetzen, die keiner geschrieben hat und ohne einen Verlag, der es veröffentlichen will, das ist Quatsch. Wir können nur symbiotisch Erfolg haben. Und insofern ist, glaube ich, die Zuspitzung auf eine Dichotomie böse Verwerter, gute Urheber oder auch die kleinen Urheber, das hilft uns alles nicht. Wir sind stark. Wir sind diejenigen, die den Motor und die Ruder in diesem Markt treiben, wir Urheber. Und wir können froh sein, dass wir im Moment noch Marktsegmente haben, die einigermaßen funktionieren. Und wir wären alle schlecht beraten, wenn wir an der Stelle die starken Kräfte, wie zum Beispiel für uns Komponisten die GEMA, noch schlechter stellen, als sie es ohnehin schon tut. Wir wären im Übrigen auch schlecht beraten, wenn wir versuchen, irgendwelche Feindschaften oder Unvereinbarkeiten zu behaupten. Denn das ist so nicht. Wir müssen ganz andere Unterscheidungen vornehmen. Wir müssen unterscheiden zwischen qualitativ gut arbeitenden Verwertern und schlecht arbeitenden Verwertern, zwischen denen, die sich sittenwidrig verhalten, und wir müssen auf die Zeit achten. Vielen Dank für das Verständnis. Dabei wurde es gerade spannend. Nochmal ganz kurz. Ich glaube auch, um es ganz deutlich zu sagen, das Urhebervertragsrecht ist im Moment für das, was Film, Musik, bildende Kunst erleben, definitiv der falsche Spielplatz. Ich glaube, der richtige Spielplatz liegt im Wettbewerbsrecht und hier auch nochmal schnell eine Zahl und im Telemediengesetz. Im Wettbewerbsrecht deshalb, weil wir es mit 97,3% Kleinstunternehmen zu tun haben. Da sind die Künstler mit drin. Das heißt, alle diese Märkte werden von 2,7% Großkonzernen dominiert. Und diese Großkonzerne, da müssen wir ran. Unser kleines Schicksal ist, dass diese Großkonzerne mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland, gar nicht mehr in Europa sitzen, die sitzen woanders. Wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran. Wir kriegen AGBs und übrigens auch für die Urheber kommen wir an das Geld nicht ran. Ich habe hier AGBs vorliegen von Soundcloud, von YouTube, von Instagram. Ich habe sie alle rausgesucht heute. Die hören sich alle gleich an. Sie geben ihr Recht ab, ohne dass vergütet wird, auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag ist nicht verhandelbar. Die Konditionen sind nicht transparent. Wir können unseren Service morgen verändern, einstellen, ihre Werke benutzen, Derivat, User-Generated Content, alles Mögliche damit machen. Dieser Vertrag ist nicht verhandelbar, friss oder stirb. Und deswegen glaube ich, das sind AGBs, das ist nicht Urhebervertragsrecht. Und hier ist ein Problem, weil da sitzt das Geld, das da fehlt und über das man da verhandeln könnte. Und damit habe ich ein Riesenproblem, wenn wir uns immer auf dieser Spielwiese Urhebervertragsrecht bewegen, was eigentlich in unserem Bereich verhältnismäßig gut funktioniert, mit einer Ausnahme, das ist die Tariffindung über Schiedsgericht, da bin ich wirklich auch der Meinung der Urheber, dass das nicht geht, anstatt uns mit dem Wettbewerbsrecht zu beschäftigen, mit dem Kartellrecht, mit Monopolisten und nicht zuletzt mit der Verantwortlichkeit im Netz, mit dem Telemediengesetz. Und da sind wir dann auch beim Thema Durchsetzung noch. Ja, herzlichen Dank. Möchte von Ihnen jemand noch zum Schluss ein kurzes Statement? Also man kann das eine tun und das andere trotzdem tun. Also selbstverständlich ist es möglich, auch im Wettbewerbsrecht vorzugehen. Wir selber machen das beispielsweise, indem wir AGB-Klagen anstrengen und gegen allgemeine Geschäftsbedingungen von Verlagen natürlich vorgehen. Und zwar nicht nur unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten, sondern eben auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten. Denn wir vertreten freie Journalisten und freie Journalisten sind zunächst mal natürlich Unternehmer auch in erster Linie. Das sind ja keine Arbeitnehmer. Wir haben an der Stelle den Ansatz und das sollte man durchaus entsprechend machen, das ist richtig. Aber man sollte bitte schön nicht unterlassen, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie denn das über Vertragsrecht, also in der unmittelbaren Beziehung zwischen den Verwertern und den Urhebern, wie das denn eigentlich zu entwickeln ist. Und dazu noch ein oder zwei Sätze zu Europa. Ich selber bin in einer Urheberrechtsarbeitsgruppe der Europäischen Journalistenföderation. Meine englischen, finnischen, schwedischen etc. pp. Kollegen sagen uns, ja, hätten wir wenigstens das Urhebervertragsrecht so, wie es in Deutschland 2002 gemacht worden wäre, dann wären wir schon ein großes Stück weiter. Also ich glaube, an der Stelle sollten wir durchaus sehen,
dass aus Europa, jedenfalls was die Urheberseite anbelangt, ähnliche Probleme herrschen und durchaus auch eine Menge Autoren da sind, die sagen, ja, das ist eigentlich der richtige Weg. Die EU-Kommission, das ist das Problem, die lässt sich momentan auf vertragsrechtliche Diskussionen überhaupt nicht ein. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Aufrechtzuerhalten in der Gesamtmaterie. Und die Situation vor einer Wahl ist ja vielleicht noch nicht mal die schlechteste, solche Diskussionspunkte dann aufzuwerfen, um andere Akteure im politischen Raum auch zu veranlassen, ihre Position jeweils deutlich zu machen und dann unter zu späteren Zeitpunkten in diversen Koalitionsvereinbarungen auch zu ganz konkreten Punkten zu kommen. Insofern darf man das natürlich selbstverständlich nicht singulär betrachten. Und ich finde, das ist jetzt meine Frage an die Runde, ist denn das so unverschämt, was wir da fordern im europäischen Kontext? Kann dazu vielleicht mal der eine oder andere noch was sagen? Ist denn das ein deutscher Sonderweg, den wir da beschreiten? Oder ist das viel eher etwas, was am Ende zu Harmonisierung in Europa beiträgt? Mithin wissen wir ja, dass die soziale Lage nicht nur in Europa, in Deutschland für die Kreativen sau schlecht ist, sondern auch in Europa eine ziemlich miserable. Ich würde jetzt ganz kurz einen Vorschlag machen, dass das jetzt die letzte Wortmeldung war, weil doch jetzt auch ans Podium noch mal Fragen gekommen sind. War noch eine ganz wichtige? Okay, dann nehmen wir die noch. Danach würde ich aber dann hier schließen und ich habe zwei ganz eilige Wortmeldungen eben schon gehabt, die ziehe ich dann vor. Und wenn Sie dann noch was dazu sagen möchten, machen wir noch eine kurze Runde. Und dann würde ich dann auch beenden wollen und müssen, weil wir hier auch ein Zeitlimit haben. Und würde jetzt Sie bitten, gerade Ihr Statement oder Ihre Frage noch zu formulieren. Ja, eher ein Statement. Ich komme aus dem Musikbereich. Und was jetzt vielleicht in diesem Podium nicht so wirklich angesprochen wurde, ist, dass sich in den letzten 10 Jahren viel verändert hat. Was die Musikdistribution anbelangt, also wir haben andere Player, wir haben Spotify, wir haben Google Play Music und solche Dinge. Also große Player, große Konzerne im Internetbereich, die gar nicht wirklich viel mit Musik zu tun haben. Wir können das auch übertragen auf den Literaturbereich, also Google Play Books und so weiter und Movies. Also große Player, die den Vertrieb übernommen haben, den lukrativen Part unseres Business, ja, den Abverkauf übernommen haben, ohne selbst etwas zu kreieren. Ja, also ein Spotify, ein Google, ein Amazon macht keine Bücher, die stellen keine Autoren an. Ja. Und das wurde vielleicht in diesen, also die große Überschrift ist ja die letzten 10 Jahre sozusagen. Da hat sich vieles verändert. Und was auch hier in dem Podium angesprochen wurde, ist, dass sich vielleicht die Urheber wieder so ein bisschen mehr kollektivieren sollten. In den USA heißen Verwertungsgesellschaften Copyright Collectives, ja, also Kollektive. Ja. Und das wurde hier in Deutschland wurde das gar nicht mehr so in den letzten Jahren realisiert, dass es Vereinigungen der Urheber sind, die sich gegen ganz andere Player heutzutage durchsetzen müssen, ja, ihre Interessen durchsetzen müssen. Wir haben jetzt zum Beispiel diese großen Anti-GEMA-Demonstrationen gesehen, da wurden Leute instrumentalisiert, gegen die Urheber vorzugehen, im Interesse der DEHOGA zum Beispiel oder der Silicon Valley Internet-Unternehmen. Und da sollte vielleicht mal wieder so ein bisschen ein kleines Umdenken stattfinden. Und das hat vieles mit, also das hat nicht nur was mit Musik zu tun, sondern auch mit Literatur, mit all denjenigen, die einfach nur einen Durchverkauf machen, die Google, Amazon und so weiter und so fort, gegen uns kleine Urheber. Das wollte ich nur sagen. Ich bin gekommen, um vielleicht da etwas zu erfahren, was ich da in dieser Denke auch bei den Linken vielleicht getan haben mag in den letzten paar Jahren. War ein bisschen wenig, aber ja, danke. Also bevor ich mich vom Unterdeck nochmal als Leichtmatrose zu Wort melde, eine kurze Antwort auf die Frage, was wir europaweit oder gar weltweit sozusagen als Sonderweg hier beschreiten. Den haben wir vor 10 Jahren eingeschlagen. Durch Paragraph 32 Anspruch auf angemessene Vergütung haben wir den längst und das hat auch Kosten. Und übrigens sage ich das, ich berichte das jetzt und ich kritisiere das nicht. Der Games-Hersteller Electronic Arts hat
In Köln kürzlich eine Niederlassung eröffnet und wird jetzt freut sich gerade Köln, weil wir jetzt da einen unglaublich wichtigen Partner sitzen haben, der Kreativwirtschaft bei uns betreibt, mit immerhin fast 1500 Vertriebsmitarbeitern. Was die Kölner nicht wissen, was Creative NRW als das Kreativwirtschaftsportal des Landes Nordrhein-Westfalen nicht weiß, ist, dass Electronic Arts von seiner Konzernzentrale in San Francisco aus eine weltweite Order gegeben hat, nicht mit Personen zusammenzuarbeiten, die deutschem Urheberrecht unterliegen. Zunächst war es so, dass es seit 10, 15 Jahren im Bereich Komposition, und da ging es explizit erstmal nur um den Kompositionsbereich, eine Ausschlussklausel von GEMA-Mitgliedern im Games-Markt gab, und zwar pauschal. Wer GEMA-Mitglied war, durfte nicht für Games komponieren in Deutschland. Das wurde hingenommen. Und die jungen Komponisten sind den Leuten sogar noch hinterhergelaufen, weil sie es cool fanden, mitmachen zu dürfen. Die merken gerade, was sie sich verschenkt haben zum Teil. Wir sind in einer Situation, dass längst ein Parallelmarkt nach Copyright-Verständnis, also nach pazifischem Copyright-Verständnis in diesem Land unter diesem geltenden Recht existiert. Und darum auch meine Skepsis, ob wir über die Änderung des Urhebervertragsrechts tatsächlich durchgreifen können. Ich habe viel gelernt über die anderen Branchen, wo ich das plausibel finde, dass da was passieren kann. Für die Musik bin ich ausgesprochen skeptisch, für die Musik und für die Musik-Medien-Überschneidung. Jetzt nochmal der Leichtmatrose vom Unterdeck. Ich fühle mich nicht so ganz wohl in dieser Rolle, weil ich glaube, der Matrose ist der zwar rudert und insofern die Energie in das Schiff bringt, aber gleichzeitig habe ich das Schiff meines Erachtens auch gebaut und entworfen. Also ich habe da auch wieder mehrere Jacken an, aber, und das möchte ich wirklich ganz mit einer großen Betonung und wahrscheinlich als mein letztes Statement heute nochmal sagen, ich sehe Verwerter nicht als meine Feinde, denn ich glaube, nach allem, was ich geschildert habe, und da gucke ich jetzt einfach mal Eva Kills auch an, wir sind Partner. Ich kann mich schlecht hinsetzen und mir einen Film nehmen, und eine Filmmusik schreiben für einen Film, den es noch nicht gibt. Ich brauche jemanden, der mich beauftragt. Meine Kunst kann ich nur machen, indem ein Verwerter da ist. Und ich glaube, Literatur zu übersetzen, die keiner geschrieben hat und ohne einen Verlag, der es veröffentlichen will, das ist Quatsch. Wir können nur symbiotisch Erfolg haben. Und insofern ist, glaube ich, die Zuspitzung auf eine Dichotomie böse Verwerter, gute Urheber oder auch die kleinen Urheber, das hilft uns alles nicht. Wir sind stark, wir sind diejenigen, die den Motor und die Ruder in diesem Markt treiben, wir Urheber. Und wir können froh sein, dass wir im Moment noch Marktsegmente haben, die einigermaßen funktionieren. Und wir wären alle schlecht beraten, wenn wir an der Stelle die starken Kräfte, wie zum Beispiel für uns Komponisten die GEMA, noch schlechter stellen, als sie es ohnehin schon tut. Wir wären im Übrigen auch schlecht beraten, wenn wir versuchen, irgendwelche Feindschaften oder Unvereinbarkeiten zu behaupten. Denn das ist so nicht. Wir müssen ganz andere Unterscheidungen vornehmen. Wir müssen unterscheiden zwischen qualitativ gut arbeitenden Verwertern und schlecht arbeitenden Verwertern, zwischen denen, die sich sittenwidrig verhalten und wir müssen auf die Zeit achten. Vielen Dank für das Verständnis. Dabei wurde es gerade spannend. Nochmal ganz kurz. Ich glaube auch, um es ganz deutlich zu sagen, das Urhebervertragsrecht ist im Moment für das, was Film, Musik, bildende Kunst erleben, definitiv der falsche Spielplatz. Ich glaube, der richtige Spielplatz liegt im Wettbewerbsrecht und hier auch nochmal schnell eine Zahl und im Telemediengesetz. Im Wettbewerbsrecht deshalb, weil wir es mit 97,3% Kleinstunternehmen zu tun haben. Da sind die Künstler mit drin. Das heißt, alle diese Märkte werden von 2,7% Großkonzernen dominiert. Und diese Großkonzerne, da müssen wir ran. Unser kleines Schicksal ist, dass diese Großkonzerne mittlerweile gar nicht mehr in Deutschland, gar nicht mehr in Europa sitzen, die sitzen woanders. Wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran. Wir kriegen AGBs und übrigens auch für die Urheber kommen wir an das Geld nicht ran. Ich habe hier AGBs vorliegen von Soundcloud, von YouTube, von Instagram. Ich habe sie alle rausgesucht heute. Die hören sich alle gleich an. Sie geben ihr Recht ab, ohne dass vergütet wird, auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag ist nicht verhandelbar. Die Konditionen sind nicht transparent. Wir können unseren Service morgen verändern, einstellen, ihre Werke benutzen, Derivat, User-Generated Content, alles Mögliche damit machen. Dieser Vertrag ist nicht verhandelbar, friss oder stirb. Und deswegen glaube ich, das sind AGBs, das ist nicht Urhebervertragsrecht. Und hier ist ein Problem, weil da sitzt das Geld, das da fehlt.
und über das man da verhandeln könnte. Und damit habe ich ein Riesenproblem, wenn wir uns immer auf diese Spielwiese Urhebervertragsrecht bewegen, was eigentlich in unserem Bereich verhältnismäßig gut funktioniert, mit einer Ausnahme, das ist die Tariffindung über Schiedsgericht, da bin ich wirklich auch der Meinung der Urheber, dass das nicht geht, anstatt uns mit dem Wettbewerbsrecht zu beschäftigen, mit dem Kartellrecht, mit Monopolisten und nicht zuletzt mit der Verantwortlichkeit im Netz, mit dem Telemediengesetz. Und da sind wir dann auch beim Thema Durchsetzung noch. Ja, herzlichen Dank. Möchte von Ihnen jemand noch zum Schluss ein kurzes Statement? Also man kann das eine tun und das andere trotzdem tun. Also selbstverständlich ist es möglich, auch im Wettbewerbsrecht vorzugehen. Wir selber machen das beispielsweise, indem wir AGB-Klagen anstrengen und gegen allgemeine Geschäftsbedingungen von Verlagen natürlich vorgehen. Und zwar nicht nur unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten, sondern eben auch unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten. Denn wir vertreten freie Journalisten und freie Journalisten sind zunächst mal natürlich Unternehmer auch in erster Linie. Das sind ja keine Arbeitnehmer. Wir haben an der Stelle den Ansatz und das sollte man durchaus entsprechend machen, das ist richtig. Aber man sollte bitte schön nicht unterlassen, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie denn das über Vertragsrecht, also in der unmittelbaren Beziehung zwischen den Verwertern und den Urhebern, wie das denn eigentlich zu entwickeln ist. Und dazu noch ein oder zwei Sätze. Zu Europa. Ich selber bin in einer Urheberrechtsarbeitsgruppe der Europäischen Journalistenföderation. Meine englischen, finnischen, schwedischen etc. pp. Kollegen sagen uns, ja, hätten wir wenigstens das Urhebervertragsrecht so, wie es in Deutschland 2002 gemacht worden wäre, dann wären wir schon ein großes Stück weiter. Also ich glaube, an der Stelle sollten wir durchaus sehen, dass aus Europa, jedenfalls was die Urheberseite anbelangt, ähnliche Probleme herrschen und durchaus auch eine Menge Autoren da sind, die sagen, ja, das ist eigentlich der richtige Weg. Die EU-Kommission, das ist das Problem, die lässt sich momentan auf vertragsrechtliche Diskussionen überhaupt nicht ein. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Das Bild mit dem Schiff und dem Sturm und den Matrosen. Letzten Endes sprechen wir ja über Bedingungen im größeren Rahmen und über die Frage, wie weit das einer rechtlichen Gestaltung zugänglich ist. Meiner Ansicht nach ist in einem Sturm, der kurz ist und in einem Sturm, der lange andauert, das Hungernlassen der Besatzung nie eine probate Lösung. Damit kann man sich eine Zeit lang über Wasser halten, aber das Problem selber löst man nicht. Wenn wir Strukturveränderungen haben, was vielleicht sowas ist wie die Bedeutung der Metapher Sturm, dann muss dem halt wirtschaftlich Rechnung getragen werden. Und in dem Sinn, dass wir Urheberpartner haben bei den Verwertern, hoffe ich, dass da der ökonomische Sachverstand und die wirtschaftliche Kreativität da sind, um sich Lösungen dafür einfallen zu lassen. Was beispielsweise mit neuen Verwertungsformen und neuen Vertriebsformen ist, was mit deren Kontrolle ist und so weiter. Und wenn man da an einem Strang ziehen kann, schön. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass das was ist, was nicht genuin unsere Aufgabe als Urheber ist und wofür wir auch nicht von vornherein die Kompetenz haben. Aber es ist letzten Endes eine reine Symptombehandlung, wenn man sagt, die Urheber, wäre schön, wenn sie mehr verdienten, aber das können wir uns nicht leisten, weil wir eigentlich Strukturprobleme nicht gelöst haben. Ja. Aber eben, das ist auf der Ebene partnerschaftlich, ging da schon einiges. Es läuft auch sowieso sehr vieles, weil vorher die GEMA erwähnt wurde. In der GEMA sind ja nicht bloß Musiker organisiert, sondern eben auch die Verlage, die Musikverlage und so weiter. Das ist in allen Verwertungsgesellschaften so, soweit ich weiß. Es wird vieles gemeinsam gemacht. Es gibt auch Initiativen, wo man da gemeinsam arbeitet und das existiert durchaus. Die Augenhöhe ist was Schönes. Die kann man, wenn man in der schwächeren Position ist, nicht immer so herstellen, wie man sie gerne hätte. Aber wenn es auf Augenhöhe geht, ist es immer die beste Variante. Er hat ja recht. Und ich denke auch ganz besonderen Dank auch an Sie, die Sie mit dieser schweren Erkältung heute zu uns gekommen sind und hier Ihre Frau gestanden haben. Vielen Dank an Sie alle, die heute hier waren und mit uns so offen diskutiert haben. Dankeschön auch an das Publikum.
die oder das auch ganz lebhaft eingegriffen hat in die Diskussion. Und da der Wunsch gar nicht besteht, aufzuhören, denke ich, dass das ein Thema ist, wo wir uns auch noch länger und öfter mit beschäftigen werden. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle, und ich verkneife mir jetzt den erwachsenenbildnerischen Impetus, nochmal alles zusammenfassen zu wollen. Ich denke, wir haben alle gehört und wir haben alle verstanden. Wir haben alle ganz viele Anregungen bekommen. Wir als Linke wollten einen Vorstoß machen, auch einen Vorschlag, und wollten das in die Diskussion bringen. Und zwar ist ganz wichtig, mit Ihnen allen ins Gespräch zu kommen. Und ich danke an dieser Stelle nochmal allen, die dazu beigetragen haben, wünsche allen frohe Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren.